Doreen muss seinen Ton anschalten. So, jetzt geht's los. Also, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem vierten Bubble Talk heute. Ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen von Sun and Fun, SubAqua und Nautilus Tauchreisen für euer positives Feedback nach unseren Talks bedanken und es freut uns sehr, dass wir euch mit diesem Format ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause bringen können. Ja, heute geht's nach Ägypten in dieses schöne Soma Bay. Ich freue mich ganz besonders heute über die Destination, weil ich selbst hier schon drei Urlaube verbracht habe. Es ein super schönes Fleckchen ist und ja, ich hoffe, wir können euch alle begeistern. Und ja, und dann würde ich heute gerne unsere Partner vorstellen. Mit dabei sind der Stefan Reichel vom The Breaker Surfing und Diving Lodge und der Wolfgang Clausen vom Orca Dive Club. Hallo, ihr zwei. Hallo Doreen. Hallo. Hallo. So, ja, und aus München wird mich heute meine liebe Kollegin, die Birgit, aus der Surfabteilung unterstützen. Hallo Birgit. Hallo Doreen. Hallo Doreen. Guten Hallo. Abend. Ich Ja. wollte noch kurz was sagen. Und zwar, ich habe ja gesehen, die Kollegen haben immer irgendwelche leckeren Cocktails sich gemixt bei den anderen Bubble Talks. Ich habe mir auch was gemacht, typisch für Ägypten. Ich habe mir einen Hibiskus-Tee gemacht. Ich hoffe, man sieht es. Ja, hier ist er. Ja, Den sieht man. genieße ich jetzt und ich freue mich auf den Talk mit euch. Ja, danke. Ja, heute geht's nach Ägypten. Viele von euch waren sicherlich schon mal im Ägypten. Gerade für uns Wassersportler ist es eins der besten Ziele. Und ja, vielleicht aber wart ihr noch nicht in der Soma Bay. Deswegen hier noch kurz ein paar Fakten. Wo liegen wir überhaupt? Und zwar liegt die Soma Bay ungefähr 50 Kilometer südlich von Hurghada. Und 20 Kilometer nördlich von Safara. Genau, ihr habt hier den Laserpointer, den die Yvonne gerade macht. Genau, da sind wir, also an der Nase ungefähr. Genau. Die Soma Bay liegt auf der Halbinsel Ras Abu Soma und ja, ist nur 5 Kilometer lang, 2 Kilometer breit. Könnten wir die nächste Folie einblenden, dann kann man das super sehen. Es gibt nur, genau, hier sehen wir das, es gibt auch nur 5 Hotels in der Soma Bay, ganz außen, rechts außen seht ihr jetzt das Breakers. Super schön ruhig gelegen am Ende der Bucht, genau nebendran oder gleich integriert der Orca Dive Club. Und genau, dann hat man so eine kleine Promenade bis hinten zum Yachthafen, aber darüber erfahren wir später noch einiges mehr. Genau. Ja, man kann einen super abwechslungsreichen Urlaub hier verbringen, gerade was den Wassersport angeht. Und ja, und ja, das ganze Jahr über mit super Sonnentage. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zur Anreise. Wie kommen wir nach Ägypten? Genau, ab Deutschland im Moment fliegt einmal wöchentlich die Condor ab Frankfurt. In knappen 4 Stunden ist man dann in Hurghada. Zur Einreise im Moment ist es so, dass man einen negativen PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wenn man von Frankfurt fliegt, sogar 96 Stunden. Und ja, und dann sind es knappe 4 Flugstunden und dann landen wir, genau, hier nochmal super Blick auf die Berge und ja, in 4 Stunden ist man dann schon in Hurghada. Genau. Dann steigt man aus und dann wird uns jetzt die Birgit erzählen, wie es weitergeht. Ja, genau. Wir steigen aus, sind in Hurghada am Flughafen und dort empfängt uns der Fuhrt. Der Fuhrt macht für uns die privaten Transfers. Im Idealfall habt ihr alle den. Da sieht man ihn ganz wunderschön. Er kommt entweder mit einem Sun- und Fun-Schild oder hat direkt euren Namen dabei. Ihr könnt ihn also nicht verpassen. Der Fuhr transportiert das Wassergepäck kostenlos. Er reist mit dem Taxi sozusagen. Er fährt mit dem Taxi zwei Personen, respektive 5 Personen dann in einem kleinen Bus. Wassersportgepäck inklusive, alles dabei. Wir empfehlen grundsätzlich den privaten Transfer für euch, weil es einfach eine prima Sache ist. Man muss nicht in den großen Veranstalterbus einsteigen. Man hat einen direkten Weg vom Flughafen
zum Hotel. Das geht ruckzuck und schnell. Der Furt ist für uns die gute Seele vor Ort. Er macht einfach alles. Er geht mit euch direkt zur Rezeption, checkt die Zimmer, schaut, dass alles funktioniert und passt. Und steht immer zur Verfügung per WhatsApp, falls mal irgendwelche Unstimmigkeiten sein sollten. Ihr könnt derzeit ohne Visum einreisen nach Ägypten. Das geht noch bis Ende April und danach, ab Mai, ist wieder Visapflicht. Das Visum ist aber im Transfer schon inklusive und ihr müsst euch quasi um nichts kümmern. Ja, somit seid ihr also jetzt quasi mit mir, mit dem Fuhr zusammen ins Breakers gefahren und ich gebe zurück an die Doreen. Ja, genau. Und nach 45 Minuten ungefähr sind wir in der schönen Soma Bay gelandet. Und ja, hier der lange Steg erfahren wir später noch um einiges mehr. Und dann, ja, sehen wir gleich den Eingangsbereich vom Breakers. Genau hier. Das ist der Eingangsbereich vom Breakers. Und dann würde ich jetzt abgeben an den Stefan. Ja, schönen guten Abend und als erstes wollen wir zwei uns natürlich für die Einladung bedanken. Es freut uns sehr, dass ihr uns da mit auf diese kleine Reise genommen habt. Und falls ihr euch wundert, warum wir zwei so eng miteinander hier sind, also vor der Kamera, wir sind beide getestet und haben uns extra nochmal einen Quicktest gemacht, bevor wir jetzt hier loslegen heute Abend. Ja, schönen guten Abend von der Soma Bay. Bei uns ist schon dunkel. Wir sind 2 Stunden plus zur deutschen Zeit, aber das nur bis Ende dieser Woche und dann stellen wir auch die Uhren um. Das heißt, wir haben hier eine extra Zeit. Warum? Damit wir einfach 1 Stunde länger Licht haben, was natürlich super ist für die Taucher und für die Kiter und überhaupt, man kann einfach den Tag etwas länger genießen. Ja, vielleicht ein paar Worte zum Breakers. Ich hatte das Glück damals, das Haus mitzubauen, das Konzept zu entwickeln und wir haben uns natürlich überlegt, für wen machen wir das Haus, wie soll das aussehen, wer kommt ins Breakers. Was sind die Wünsche von den Gästen, die ins Breakers kommen? Wie können wir die abholen? Und da war relativ schnell klar, dass es einfach ein Hotel wird für Taucher und Kiter. Warum das? Weil wir natürlich direkt am Haus einer der schönsten Hausriffe hier in Ägypten haben und haben einen 420 Meter langen Steg, der direkt uns zu einem wirklich ganz tollen Hausriff führt. Wir haben eine ganz tolle Unterwasserfauna und Flora. Und das macht es natürlich so besonders. Und es gibt wahrscheinlich, ich nehme an, keine Hotels, die so nah am Wasser gebaut sind wie das Breakers. Und ja, ihr seht schon, also direkt, man könnte vom Zimmer sind es vielleicht 15 Meter, da ist man schon an der Wasserkante. Und ja, wie gesagt, das Breakers ist für Taucher, Kiter, erwachsen gewordene Backpacker sozusagen ein Spielplatz für Erwachsene. Und wir haben auch da versucht, immer, Möglichkeiten zu finden, um die Gäste zu connecten, zum einen, aber auch genauso zu releasen. Also man kann hier, das sieht man jetzt, die neue Beachbar hatten wir heute Abend auch, eine ganz schöne Happy Hour gemeinsam mit den Gästen, natürlich unter Berücksichtigung der AHA-Regeln. Das heißt also, da achten wir sehr drauf. Wir sind auch vom TÜV zertifiziert. Das heißt also, die ganzen Covid-Standards werden bei uns eingehalten. Wir achten auch mit dem Personal sehr darauf. Das heißt also auch die Mitarbeiter, die aus dem Urlaub kommen und dann wieder, bevor sie ins Team integriert werden, müssen sie auch erstmal in Quarantäne, werden dann getestet, also dass wir da maximale Sicherheit geben können. Und jetzt haben wir in Soma Bay alle schon mal registriert. Das heißt also, das wird echt toll. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Das heißt also, im Moment ist ja vom Ministerium of Health eine Kampagne, dass alle, die in der Hotellerie bzw. im Tourismus arbeiten, bis Ende Mai geimpft werden sollen. Und wir haben jetzt hier alle Mitarbeiter schon mal komplett in der ganzen Soma Bay registriert. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz toller Schritt für uns, wenn wir da alle bis Ende Mai eine Impfung bekommen könnten. Ja, gilt auch für die Tauchbasis. Auch wir haben uns alle schon registriert, weil wir auch nah am Gast arbeiten. Deswegen auch hier die Impfung. Ne? Habe also, ich gleich mal eine Frage, weil wir gerade bei Covid sind. Gibt es denn für die Kunden in irgendeiner Art Maskenpflicht im Hotel oder in der Tauchbasis? Ja. Also, es ist so, dass wir natürlich, sagen wir mal, immer, wenn es in geschlossene Räume geht, ist eine Maskenpflicht. Und das Schöne ist ja bei uns, dass im Prinzip fast alle Veranstaltungen draußen stattfinden, also Veranstaltungen wie Frühstück, Abendessen,
wenn ihr zum Kiten geht und, und. Also wenn man im Bus ist, muss man eine Maske tragen. Wenn man im Restaurant ist, muss man eine Maske tragen. Aber dann geht man raus und kann draußen dann sich ohne Maske bewegen. Für uns, für die Mitarbeiter und für das komplette Staff gilt Maskenpflicht. Aber für die Gäste nur in geschlossenen Räumen. Gleiches gilt für die Tauchgäste, also im Büro, in der Rezeption, im Shop. Maskenpflicht, draußen natürlich nicht. Gleiches gilt dann auch auf dem Boden, auch da keine Maskenpflicht, weil da ist man auch im Freien oder im Speedboot auch nicht. Nur am Transport dann im Bus zum Hafen, da natürlich dann auch die Maskenpflicht. Aber ansonsten kann sich da jeder frei bewegen im Freien ohne die Maske. Staff natürlich nein. Staff hat natürlich von A bis Z die Maske auf, klar, logischerweise. Beim Tauchen natürlich nicht. Da haben wir ja was anderes, was uns davor schützt. Da haben wir auch eine Maske. Da haben wir auch eine Maske, genau, die etwas angenehmer ist und natürlich auch den Atemregler. Also da hat man schon keine Probleme mehr. Wir sehen gerade eine Wortmeldung, aber was ich auch noch sagen wollte, ist einfach, was uns hier wirklich in Ägypten oder speziell hier am Rotmeer hilft, ist einfach auch das Wetter, die Temperaturen. Ja. Wir hatten vorgestern schon 30 Grad gehabt, das Wasser hat jetzt um die 23 Grad. Und das macht es natürlich wirklich sehr, sehr angenehm. Also A, für die Gäste draußen zu sein, aber auch B, dass man natürlich auch immer, ja, dass gerade diese klassischen Geschichten jetzt im Winter, das haben wir also so nicht. Und daher haben wir also schon einen Riesenvorteil hier in Ägypten, was die Temperaturen angehen. Und ein schönes Bild, jetzt sehen wir hier den Sonnenaufgang. Aufgang, ja. Und das ist natürlich toll. Und das ist direkt aus dem Zimmer, also auch kein Photoshop. Die ganzen Bilder, die ihr heute seht, sind von uns Bilder aufgenommen und das seht ihr, man sieht hier sehr schön, das sind glaube ich 15 Meter, wo man an der Wasserkante ist und man hat fast das Gefühl, man ist auf einem großen Schiff. Ja. Das ist aus meinem Zimmer gewesen, Stefan. Ah, da hast du ein schönes Zimmer bekommen. Ja, natürlich. Das musste ich jetzt schon sagen. Vorhang aufgezogen und dann Präsentation. Also die Mehrblickzimmer sind schon wirklich klasse. Wenn man das jetzt hier sieht, gell, wenn man morgens aufsteht und einfach rausgeht, das ist schon echt extrem toll. Und vielleicht zu den Zimmern noch ein Satz. Wir sind gerade dabei, wir haben zwei Musterzimmer gemacht und interessanterweise wollten wir ja letztes Jahr schon die Renovierung machen, aber das war uns ein ganz wichtiges. Ihr habt das ja mitbekommen in der Krise und hier gibt es sowas wie Kurzarbeit, gibt es nicht. Und uns war einfach wichtig, dass die Mitarbeiter auch finanziell abgesichert sind. Das heißt also, wir haben in der Krise und bis jetzt nicht einen Mitarbeiter entlassen, haben alle Löhne weiterbezahlt und haben sozusagen die Renovierung jetzt nach hinten geschoben. Es ist jetzt gerade, sind wir dabei, dass das im Genehmigungsprozess, das heißt also, da würden wir dann auch rangehen an die Zimmer. Die Zimmer sind gut, aber und wirklich, also ich muss sagen, sehr, sehr praktische, tolle Zimmer. Aber jetzt müssen wir einfach auch den Zeitgeist ein bisschen aufnehmen. Und da muss ich sagen, haben wir ein riesen Feedback bekommen von unseren Gästen. Das heißt, wir haben ein Musterzimmer gemacht und haben dann gefragt, Leute, wie findet ihr die Zimmer? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht gut? Und haben dann diese Kommentare aufgenommen und haben dann ein zweites Musterzimmer gemacht. Und man sieht da, dass einfach das toll ist, wenn man die Gäste, und letztendlich macht man ein Zimmer nicht für einen selber, sondern für die Gäste, wenn man die einfach mit ins Boot nimmt und da auch die ganzen Kommentare mit implementiert. Und ja, was uns besonders freut, ist, dass wir bei der Renovierung, die nachhaltig ist, das heißt also, wir haben eine Müllreduktion. Wenn man so eine Renovierung macht, da entsteht immer sehr, sehr viel Müll. Und hier haben wir das geschafft, eine Müllreduktion von 95% hinzubekommen. Das heißt also eine sehr, sehr nachhaltige Renovierung. Und Nachhaltigkeit ist für uns ja eh so ein Riesenthema. Und da sind wir auch sehr stolz, dass wir es trotz der Krise hinbekommen haben, jetzt auch auf die Einwegflaschen zu verzichten. Das heißt also, wir haben eine Ersparnis von 130.000 Plastikflaschen. Aneinandergelegt sind es circa 30 Kilometer, also fast von hier bis zum Airport, wenn man sich das mal vorstellt. In der Strecke fährt man und nur das kleine Breakers hat das im Jahr gespart an Plastikflaschen, was natürlich ein riesen Schritt ist in die richtige Richtung. Wir sind da Pioniere, wir sind auch die Ersten, aber ich glaube, das ist der richtige Schritt und es ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, das tut uns und der Mutter Natur sehr, sehr gut, wenn wir da einfach da noch viele andere dann mit überzeugen können, auf diesen Schritt zu gehen. Gerade hier in Ägypten, wo das Thema Plastik eh schon ein ziemlich extremes Thema war. Ja, man sieht es ja oft, wenn man vom Flughafen kommt, gell, oder
egal ob man zurückfährt oder hin, dass halt schon viel Müll einfach draußen rumliegt, gell? Also so auf den Straßen und so. Und dafür ist es natürlich toll, wenn ihr so ein Projekt habt, kann ich nur unterstützen, finde ich wirklich, wirklich klasse. Jetzt muss ich allerdings noch mal kurz auf die Zimmer zurückkommen, auch wenn wir hier schon beim Essen jetzt sind. Die Zimmer, wenn ich mich recht erinnere, das ist egal, gell, ob ich jetzt Meerblick habe oder auf die Wüste hinten schaue, die Zimmer sind eigentlich gleich. Es gibt keinen Unterschied von der Einrichtung. Genau. Korrekt? Genau. Korrekt. Also wir haben das relativ einfach gemacht. Also ich muss mal sagen, ich bin kein Freund von, ja, wenn man so ein bisschen rumkurvt, also so seitlicher Mehrblick und ein bisschen und da nochmal irgendwie eine Kategorie einfügt. Ich habe mich vor die Glasscheibe, also beim Balkon, bin 2 Meter zurückgegangen, habe rausgeschaut. Wenn ich das Meer sehe, dann ist es Mehrblick. Und wenn ich das Meer nicht sehe, ist es kein Mehrblick. Bei mir gibt es nicht seitlichen oder Front oder Direct, wo die Zimmer sind alle gleich. Und im Prinzip sehr, sehr einfach und ich finde einfach auch eine ganz faire Kategorisierung der Zimmer. Also Mehrblick, nicht Mehrblick, dann zur Alleinbenutzung oder doppelt. Wir haben auch keine extrigen Zimmer für Alleinreisende. Das heißt also, die sind alle gleich, genau, und haben auch alle da den gleichen Standard drin. Genau, und jetzt, weil wir auch öfters Familien haben, gibt es Familienzimmer? Was wir gemacht haben, ist immer am Ende vom Korridor, da haben wir 15 Units, das heißt also 2 Doppelzimmer, ja, und da haben wir eine Tür davor gesetzt. Es geht immer am Ende vom Korridor, das heißt also, man kann im Prinzip die Zimmertür offen lassen und hat dann davor nochmal eine Tür. Ich weiß nicht, kann man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen? Das heißt also, man hätte dann in diesem Falle dann eigentlich ein Familienzimmer. Also es sind aber 2 gleichwertige Doppelzimmer. Und von der Kategorie sind sie auch gleich, entweder als Doppel- oder Einzelzimmer dann zu buchen. Aber bitte da den Hinweis an uns, hallo, wir kommen mit Kindern oder mit Freunden oder mit der Familie, bitte für uns ein Familienzimmer und dann machen wir das sehr, sehr gerne. Nur wir also einfach genau vorreservieren, damit ihr wisst, dann müssen wir diese Zimmer sozusagen blocken dafür. Genau. Okay. Gut. Yvonne? Nein. Doreen? Ja? Wir haben schon ein paar Fragen und weil wir gerade bei den Zimmern sind, würde ich gerade eine Frage vom Jürgen weiterleiten an den Stefan. Was passiert mit dem Gast, sollte er an Covid erkranken? Ja, das ist eine gute Frage. Also, da gibt es natürlich Regularien und Protokolle, die wir einhalten müssen. Das heißt also, hier sind wir natürlich nach den Landesgesetzen, sind wir da verpflichtet. Und das heißt, wir halten im Breakers 10 Zimmer halten wir vor. Das sind unsere sozusagen Covid-Zimmer. Und wenn jetzt ein Gast erkrankt an Covid, dann kommt er in dieses Zimmer, dann wird er ärztlich betreut, wird natürlich voll verpflegt. Das heißt also, Frühstück, Mittag, Abendessen wird ihm gebracht. Und normalerweise ist es so, dann geht es immer darum, ob man Symptome oder keine Symptome hat. Und das heißt, der wird dann beobachtet, ist aber dann separiert. Ja, wir stehen im ständigen Kontakt mit dem Gast. Und wenn nach 3 Tagen kann dann der 2. Test gemacht werden. Und wenn dieser dann wieder dann negativ ist, dann kann er auch ganz genau kann er wieder in das Hotel und sich im Hotel bewegen. Aber man muss sagen, wenn jemand einen positiven Covid-Test hat, dann muss er in Quarantäne. Ja, wenn er sagt, er möchte das jetzt nicht bei uns machen, dann kann er woanders, aber er wird ja auch nirgends mehr mitgenommen. Es würde ja keiner ihn mehr transportieren. Kann also nicht dann, fliegen, ja. Dann muss er in Quarantäne. Weil wir gerade bei dem Thema sind, würde ich gleich noch eine weitere Frage stellen, wenn das in Ordnung ist. Der Andi fragt, wie sind die Infektionszahlen in Ägypten? Und ganz liebe Grüße in die Soma Bay, das beste Hotel in Ägypten. Ach, das freut mich. Vielen Dank. Danke, lieber Andi. Ja, jetzt könnte man, was wir natürlich machen können, sind die offiziellen Zahlen. Ich glaube, bei der. Die liegen bei 650 im Moment, also zwischen 600 bis 700 täglich. Ja, genau. Also offiziell. Die offiziellen Zahlen. Das ist das, was wir einfach sagen können. Dann ist immer die Frage, okay, wie weit kann man mit diesen Zahlen arbeiten? Was wir aber sagen können, und da wissen wir einfach sehr genau Bescheid, was in Summa B passiert. Und was mich sehr, sehr freut, dass wir im Prinzip
bei unseren Mitarbeitern bisher noch keinen Covid-Fall hatten, dass wir auch keinerlei Informationen haben, dass jetzt irgendjemand aus den Familien von meinen Mitarbeitern erkrankt ist. Das kann ich sagen. Und in Summer Bay muss man auch sehen, das ist eine Halbinsel. Man kann sowas natürlich hier ein bisschen besser kontrollieren. Und ich habe es vorhin eingehend schon gesagt, dass die Mitarbeiter, auch wenn die aus dem Urlaub kommen, dass die erstmal in Quarantäne müssen, einfach um da auch sicher zu gehen, dass wir da nicht irgendwas ins Team mit einschleppen, wenn jetzt bei uns jemand krank ist. Also man hat ja mittlerweile auch schon, es gibt nach wie vor noch Schnupfen und es gibt nach wie vor auch noch eine Erkältung, aber sobald jemand bei uns irgendwelche Erkältungssymptome zeigt, heißt ja auch nicht gleich, dass er Covid hat, weil dann wird er trotzdem auch separiert. Zum Test, ja. Ja, genau. Dann wird er separiert und dann wird getestet. Also das ist mir auch ein wichtiges, also A, die Gesundheit für die Gäste, die Gesundheit für die Mitarbeiter, für uns, das ist auch ganz wichtig. Und wir versuchen da mit Common Sense das Maximale für die Gäste und für die Mitarbeiter zu tun. Super. Und dann, genau, Birgit, dann mach du weiter, weil wir haben nämlich noch ein paar Fragen zum Covid. Dann würde ich sagen, machen wir ja, das genau. Jetzt, oder? Ja, genau. Das ist am gescheitsten. Wir machen das jetzt gleich mal fertig. Und zwar ab Deutschland haben wir ja jetzt verpflichtend auch die Testreihe, die wir schon mitbringen müssen bei der Rückreise. In der Schweiz ist es schon seit dem 8. Februar so. Der Ralf hat es auch gefragt, wie das denn geregelt ist. Und ich weiß, Stefan, bei euch, ihr macht es ja direkt im Hotel. Ihr kümmert euch darum. Kannst du dazu noch kurz was erzählen? Genau. Also erstmal muss man sagen, wir haben ein Riesenglück mit den Breakers, dass wir unser Konzept auch jetzt in der ganzen Krise, in der ganzen Pandemie nicht verändert haben. Das heißt, unsere Gäste kommen aus, ich würde mal sagen, 95-98% aus dem deutschsprachigen Raum. Im Moment haben wir extrem viele Schweizer im Haus. Das heißt, also alle Gäste sind getestet. Das ist ein Riesenvorteil für uns schon mal. Und das macht natürlich das Arbeiten auch dann ein bisschen einfacher. Und wenn die Gäste jetzt zurückreisen, so, und dann gibt es ja so Time Limits, da hat man dann, die Schweizer haben andere, sind es 72 Stunden. In Deutschland 48. 48 Stunden muss das Testergebnis, darf nicht älter sein als diese 48 beziehungsweise 72 Stunden für die Schweizer bei der Einreise. Das heißt also, da zählt praktisch dann, wenn ihr dann bei der Zoll oder bei der Passkontrolle in Deutschland steht. Wir machen das so, wir arbeiten hier mit dem Labor und es geht auch nur über das staatliche Labor in Hugada zusammen und die schicken uns, das heißt also ein Gast reist jetzt am Samstag ab, dann kommt jemand von diesem Labor, kommt her am Freitag, dann wird dieser Test gemacht, 24 Stunden später bekommt er das Testergebnis und dementsprechend dann auch ein Zertifikat, also ein PCR-Test und mit diesem PCR-Test, wenn der dann negativ ist, kann er natürlich dann auch ausreisen und zurückreisen und auch wieder nach Deutschland einreisen. Das ist ja ganz wichtig. Super, lieben Dank. Genau. Und vielleicht zu den Kosten ganz kurz noch. Die Kosten für diesen PCR-Test, das sind 55 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das stimmt. Ja, genau. Da muss man aber auch nicht das Hotel verlassen. Das ist ganz wichtig. Richtig. Also es kann natürlich jeder selbst kann das entscheiden und sagt, Mensch, ich fahre in das Labor. Das steht ja jedem frei zur Verfügung. Aber so ist es viel, viel angenehmer für den Gast. A, muss er keine wertvolle Urlaubszeit dafür verbraten, irgendwie nach Hugada zu fahren, mit dem Taxi wieder zurückzufahren, wieder das Testergebnis zu holen, wieder zurückzukommen, sondern er kommt einfach, die kommen zu uns, er macht den Test und kann sich da auch dann dementsprechend einfach seine Zeit auch noch genießen im Haus. Genau. Danke. Ja, vielen Dank. Und zwar hat hier der Axel noch eine Frage, und zwar, du hattest ja gerade die Schweizer erwähnt, die haben es also ein bisschen einfacher als wir Deutschen, weil die halt einfach nicht in die Quarantäne müssen bei der Rückreise. Bei uns ist es so, Axel, im Moment gilt Ägypten als Risikogebiet, das heißt, wir müssen nach der Rückreise in Quarantäne, können die aber verkürzen mit einem negativen PCR-Test nach 5 Tagen. Genau, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Jetzt schauen wir mal, ob noch was dabei ist. Und sonst würde ich sagen, machen wir da mal weiter. Ja, dann sehen wir jetzt ein schönes Bild. Ja, beim Essen. Das war natürlich jetzt das Bild vor Covid, ist ganz klar.
Aber was wir machen, ist immer so die Frage, was macht man mit der Küche, wie ist es in Ägypten mit Hygiene und da waren wir auch schon ganz früh dabei, dass wir einfach auch Schulungen gemacht haben, dass wir auch speziell, oh, das ist ein tolles Bild, das ist einer meiner Lieblingsabende, das ist unser Bedouin Night. Genau, da bleiben wir jetzt mal. Da bleiben wir ganz kurz. Genau, Stefan, bitte erklär uns all die Leckereien. Ja, also das sind Messer, das sind Vorspeisen und es ist einfach so im Orient, das muss reichhaltig sein, das muss vielseitig sein und hier auch für die Vegetarier und für die Veganer, die kommen da wirklich auf ihre Kosten, weil es gibt ganz tolle vegetarische Vorspeisen in der ägyptischen Küche und das ist so ein Abend, das machen wir dann unten auch am Strand, also ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt 2 Meter von der Wasserlinie entfernt, ja, auf dicken Teppichen, da sind dicke Kissen da und dann sitzt ihr, ja, und das war uns auch so wichtig, dass wir diesen Bedouin-Style da aufnehmen und habt dann dieses große Rollbrett vor euch und knabbert euch dann sozusagen durch den Orient durch. Und die ganzen Sachen sind hier im Haus gemacht und wir achten sehr drauf, dass wir einfach auch hier lokal sehr stark arbeiten. Wir machen extrem viele Sachen selber in der Küche. Das heißt also, wenn man jetzt immer von Umweltbilanzen spricht, unsere Marmelade, wir machen selber Marmelade, wir machen selber Brote, wir haben eine kleine Bio-Bäckerei haben wir hier. Es gibt auch jeden Abend vegetarisches Gericht. Und für alle Gäste, die zu uns kommen, die empfehle ich wirklich die Dattelmarmelade. Die sind direkt von unseren Dattelpalmen, also die vorne am Strand sind, die werden geerntet 2-mal im Jahr. Und da machen wir dann eine Dattelmarmelade draus. Also die kommen praktisch von der Palme direkt in die Küche und werden da verarbeitet. Also ganz viele Sachen in-house gemacht. Es wird gepickelt, es wird eingelegt. Und ich glaube, die Bregers-Küche hat mittlerweile wirklich einen sehr, sehr guten Ruf. Und auch dann unsere ganzen speziellen Dinner, die wir unten am Strand machen, hat schon was ganz Besonderes. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich hatte schon mal wirklich, wie oft, ich glaube 4-5 Mal die Gelegenheit, das bei dem Bedouin-Abend zu genießen. Kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen. Da kommst du immer dann, ne? Wenn, genau. Er ist ein kleines Schleckermaul. Ne? Ich bin so ein gerne da mal verwöhnen, kulinarisch und ja. Aber ihr hattet auch immer die guten Öle, Stefan. Entschuldige, Doreen, Entschuldigung. Ja, aber das ist einfach, woran ich mich erinnere. Verschiedene Essig und Öle immer am Salatbuffet. Das fand ich auch so super lecker. Ja, also ich gehe auch immer ein bisschen von mir selber aus. Also es gibt zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht auch vermisse bei den Nachspeisen. Dann sieht man natürlich jetzt viele schöne orientalische Nachspeisen, aber wir haben, manchmal ist es gar nicht so schwierig. Wir machen zum Beispiel, es kommt jeden Abend frisch aus dem Ofen, kommt ein, die Hessen verstehen es, ein Ribbelkuchen, ja, ein Streuselkuchen, ja, der ist noch warm, den gibt es einmal mit Aprikosen, mit Datteln und. Das ist der Knaller. Und erinnert mich so immer an meine Kindheit, ja, und solche Dinge machen wir natürlich auch gerne. Und, das freut uns natürlich auch da, Sachen aufzunehmen, auch vegane Küche mit aufzunehmen. Und so unser Motto ist eigentlich, du musst keine 10 verschiedene machen, aber mach ein Gericht und das muss gut sein, ja. Und das versuchen wir wirklich umzusetzen. Und ich glaube, da haben wir wirklich ein tolles Output, was die Küche angeht, ja. Und das jetzt schon über Jahre hinweg. Also ich kann mich zwar nicht an euren Streuselkuchen erinnern, aber sehr gut an diesen Beduinenabend. Und es war wirklich nett. Ich weiß noch, wir sind aufs Zimmer gekommen nach dem Tauchen und dann lacken diese Galabers da. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, jetzt sollen wir dieses Ding da anziehen. Genau. Und dann haben wir gesehen, die stehen uns eigentlich gar nicht so schlecht. Und man kann auch mehr essen, es fällt nicht auf. Genau. Und ich kann es wirklich auch, wie der Wolfgang schon gesagt hat, nur empfehlen. Es war extrem lustiger und netter Abend. Also hat echt Spaß gemacht und genau, unten am Strand, dann auch diese großen Tische damals, gell, mit mehreren Personen, also es war echt witzig, echt toll. Ja, also gerade auch für Alleinreisende, also jetzt bei Covid merkt man natürlich auch, dass die natürlich jetzt auch in Deutschland, Schweiz und Österreich sehr gelitten haben, also die ganzen die allein in einem Haushalt sind. Und haben wir viele Alleinreisende. Generell ist es bei uns so, dass wir schon immer sehr gut aufgestellt waren für die Alleinreisenden. Warum? Weil wir versuchen auch für
die Gäste eine gute Plattform zu schaffen, eine ehrliche, eine feine Plattform zu schaffen. Das heißt, dass wir machen zweimal die Woche ein Alleinreisentreff. Das heißt einfach zu sagen, pass auf, habt ihr Lust, mit uns einen Cocktail zu trinken? Anschließend gehen wir zusammen Abendessen. Das seht ihr jetzt gerade das Bild hier oben am Rooftop. Da machen wir einfach so Dinge, wo man einfach die Gäste connectet, ja, und aber auf eine ganz feine Art. Wir haben ja keine Animation, aber im Breakers finden alle immer relativ schnell zueinander. Das heißt also, die haben alle irgendwo einen Nenner, einen gemeinsamen Nenner übers Tauchen, übers Schnorcheln, übers Kiten oder über jetzt auch übers, ich sag mal, die Power Chiller. Und ja, man muss sagen, die Breakers-Gäste, die sind allgemein, sind die eher ein bisschen mutiger. Deswegen haben wir ja für diese Zeit auch eine relativ gute Belegung. Und wir haben wirklich eine ganz tolle Gästestruktur. Und ich glaube, unsere Gäste, das ist auch sehr interessant, definieren Luxus anders, als es sonst so ist, ne? Also für die ist Luxus wirklich Zeit, ist so ein ganz wertvolles Gut. Und wir haben auch da versucht, ja, den Gästen da entgegenzukommen oder auch das mitzuspielen. Das heißt also, wann immer es ging, haben wir Öffnungszeiten rausgenommen. Es gibt keine Öffnungszeit für das Gym, für den Pool. Wir versuchen da alles so leicht und ja, so einfach wie möglich für den Gast zu gestalten. Und das merken wir natürlich sehr stark, dass diese Sachen uns da sehr entgegenkommen. Und das ist das, was einfach viele mittlerweile auch suchen. Das heißt also, wir haben so viel Zeit, was im Alltag verloren geht für eine Anreise zum Job hin, wieder zurück. Jetzt war natürlich etwas stärker das Homeoffice, aber ansonsten keine Seltenheit, dass man eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach zum Betrieb hinfährt, ja. Und das hat sich natürlich dementsprechend einfach in den letzten Jahren verändert. Und wenn ich da an meinen Opa denke, der war immer, man hat sich früher so die Arbeitsstätte rausgesucht, wo man wohnt. Ne? Der ist in der Mittagspause, ist dann nach Hause gefahren, die Oma hat gekocht. Und dann war diese Work-Living-Balance mal ganz anders. Der hat ja mittags schon mitbekommen, was in der Familie los ist. Mhm. Und das hat sich natürlich verändert. Und das merken wir natürlich so, dass es mittlerweile so ein ganz wertvolles Gut ist, die Zeit. Und da wollen wir einfach dem Gast die maximale Zeit geben, um sich, ja, seine eigenen Facette oder sich selbst zu entfalten zu können. Ja, jetzt sehen wir da Yoga, Yoga-Lehrerin, ja, die macht zweimal am Tag gibt es eine Yogastunde oben, haben wir einen schönen Yoga-Pavillon. Die Birgit will was. Ach so, die Birgit winkt hier ganz eifrig. Und zwar, weil die Birgit hat nämlich vom Thorsten noch eine Frage, wie der Zeitplan für die Renovierung aussieht. Das ist eine. Und vom Manuel, dass er gehört hat, dass es Zimmer gibt, die nicht so leise sind, also nicht so ruhig gelegen sind, wegen Verkehr, ob das stimmt. Kannst du die beantworten bitte noch, Stefan? Ja, also was das Schöne ist, wir haben null Verkehr, also Pkw-Verkehr. Und wir haben also bei uns, was er wahrscheinlich meint, sind die Zimmer, die über der Bar sind. Ja, die haben den sensationellsten Blick überhaupt, aber die liegen über der Bar. Das heißt also, wenn jemand sagt, Mensch, ich bin so ein bisschen geräuschempfindlich und eigentlich gehe ich schon gerne so um 20 Uhr ins Bett, bitte Bescheid sagen, dann haben wir Zimmer, die ruhiger sind. Also die Zimmer über der Bar. Die sind, wenn man über der Bar ist, kriegt man das natürlich mit. Also wir machen dann bis 12 Uhr gibt es dann auch Musik an der Bar und dann ist aber dann auch Schicht im Schacht und zweimal in der Woche laden wir auch ein zu einem Cocktail, zum Come Together. Und da wird es natürlich dann dementsprechend einfach wie im Barbetrieb einfach so ist. Aber also ich kann alle beruhigen, wir haben keinen Verkehr, es ist keine Straße, es ist einfach nur, ihr habt eine Promenade, wo die Gäste langlaufen und wie gesagt, wir sind 20 Meter vom Meer entfernt, da geht auch nicht viel. Also Verkehr haben wir keinen. Und was war die zweite Frage? War? Das war's, oder? Die Renovierung der Zimmer. Ach, Ja, genau. Stimmt. Wolfgang, Mensch. Jetzt hast du aber auch gefragt. Ja, warte mal, wir sind auch hier. Ja, du bist dran. Nein, ja, aber du bist dein Partner. Ja, muss mich aber ein bisschen unterstützen. Hey, ja, Leute, nehm das Bier weg. Also, genau. Wir haben hier noch 100 Fragen, gell? Weiter geht's. Ja, okay. Schnell zu der Frage zur Renovierung. Also wenn es losgehen sollte mit der Renovierung, dann geben wir natürlich Bescheid und ist vollkommen klar, dass wir das berücksichtigen, was Lärm ist. Und ich sagte ja eingehend schon, dass wir eine nachhaltige Renovierung haben. Das heißt also, es werden jetzt keine Fliesen rausgekloppt, sondern es wird draufgefliest. Also auch eine sehr ruhige und geräuscharme Renovierung. Aber wenn es losgeht, und das können wir im Moment warten drauf, wann die Bestätigung bekommt, beziehungsweise wann die Genehmigung durch ist, werden wir das natürlich dann auch frühzeitig, werden wir die Informationen an alle Gäste, an alle Freunde und natürlich auch an alle Veranstalter rausgeben. Selbstverständlich.
Super. Und dann mache ich gleich noch weiter, wo das nächste Krankenhaus liegt. Könnt ihr das noch beantworten, wie weit es ist? In Hugada, Fahrzeit 40 Minuten. Das war die Brigitta, somit haben wir die Frage auch beantwortet. Und dann die Ines, vielleicht können wir das gerade noch machen. Sie hat schon zweimal uns ermahnt für die Antwort. Und zwar die Einreise von Österreich, wie die aussieht und wer ab Wien im Moment fliegt und was man für die Einreise braucht. Vielleicht kann es die Doreen kurz noch beantworten. Das kann ich jetzt nicht. Also Ines, ich werde dir auf jeden Fall antworten später, weil da muss ich noch was nachschauen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie es ab Wien ist. Aber du kriegst deine Antwort, versprochen. Und dann mache ich noch schnell weiter mit der Nina und dem Hannes aus der Schweiz. Ja, es gibt Flüge nach Hurghada, die Edelweiß oder die Chair fliegt, mehrmals die Woche. Und hallo und liebe Grüße an Nina und Hannes, die kenne ich persönlich. So, und dann haben wir noch den Marco. Der Marco ist 14-facher Wiederholungstäter im Breakers und sagt, der Streuselkuchen ist einmalig. Jetzt haben wir es aber dann im Ende. Bestätigt. Das ist schön, das freut mich. Hier kommt aber irgendeiner erzählt nur was vom Kaiserschmarrn, keine Ahnung. Aber ich möchte jetzt noch mal kurz was sagen. Wir müssen mal, glaube ich, ein bisschen weitermachen. Ihr seid total lieb. Wir freuen uns super über all diese Fragen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen und gehen später noch mal auf eure Fragen ein. Machen wir so, oder? Machen wir so. Genau. Okay, also wir waren beim Yoga, glaube ich. Ja. Also Yoga-Lehrerin haben wir, eine festangestellte Yoga-Lehrerin, und da kann man dann, haben einen ganz tollen Yoga-Pavillon mit Blick aufs Meer. Also da ist der Nomen ist Omen, also Sonnengruß, ja, ist wirklich ein Sonnengruß, und die macht es ganz toll. Und ja, da ist jeder auch willkommen. Also auch nicht nur für Yoga-Profis, für Einsteiger, wir haben also wirklich ein schönes rundes Yoga-Programm. Genau, die Isabel will noch wissen, Halbpension, Vollpension, das kann ich, oder AI, das kann ich jetzt auch beantworten, ihr bietet Halbpension an, korrekt? Korrekt, also Frühstück und Mittag ist inkludiert, plus Wasser, das ist jetzt neu, wo wir jetzt das System umgestellt haben, das heißt also Getränke, die müssen also dann separat, außer natürlich beim Frühstück, klar ist Kaffee dabei, aber beim Abendessen, wenn man dann was trinkt, das wird dann extra abgerechnet, und mittags haben wir eine schöne Lunchkarte, vegetarisch, Burger und alles, was drauf ist, aber auch wirklich sehr, sehr lecker. Und dann kann man einfach à la carte bestellen. Kannst du uns noch kurz die Nebenkosten sagen, Stefan? Also wenn Halbpension, also Wasser ist inklusive, aber was kostet zum Beispiel ein Softgetränk? Oder wenn ich jetzt mittags einfach, ja, wenn du sagst, da gibt es eine Snackkarte oder Lunch, was man so Pi mal Daumen ausgeben Also ich glaube, der Burger mit French Fries kostet irgendwie 6 Euro, oder? Ich habe es jetzt nicht alles im Kopf, so ungefähr, oder? Ungefähr 6-7 Euro, ja. Ja, 6-7 Euro und Burger, Pasta liegen da so. Also wir haben, ich würde mal sagen, ganz normale Preise wie in Europa. Was kostet ein Bier? Gute Frage. 2,50, 3 Euro. 3 Euro, glaube ich. Ach, der halbe Liter, 3 Euro, sowas. Halbe Liter Stella ist es dann, oder? Ja, genau. Sakara oder so. Ne? Ja, okay. Genau. Also wir können da gerne auch die Preise zusenden, da machen wir auch kein Geheimnis draus. Also, wir haben ganz faire Preise. Wir wissen ja alle, dass in Ägypten einfach eine hohe Besteuerung an Alkohol ist. Ja, und, aber da haben wir sehr fair kalkuliert. Habt ihr zufällig vielleicht die Menükarten auf der Homepage? Nein. Nein, okay. Der Lars schreibt uns gerade, ihr habt die genialsten Suppen. Ja, das stimmt. Ihr seht schon, was so die Küche ausmacht. Also Kulinarik ist ein ganz großes Thema. Also es sind so ein paar Dinge, die wir wirklich richtig gut, ja, ich würde mal sagen, spielen ist einfach auch, wir haben einen extrem guten Suppenkoch. Das heißt, die Suppen werden bei uns frisch gemacht. Es ist kein Instant. Es wird so, wie ihr das kennt, von der Oma her werden bei uns die Suppen gemacht. Also die wird dann eingekocht mit Tomate. Wir haben eine Curry-Bananen. Wir haben die Ginger, Karot-Ginger-Suppe. Das ist meine Lieblingssuppe. Meist rausgegebene Rezept. Dann die Mango-Chili-Suppe. Also echt gute Suppen. Und ja. Hör auf, ich krieg Hunger. Ja, du hast ja nichts gegessen, ne? Ja, genau. Ja. So, also ich glaube, wir müssen jetzt mal vom Essen weg, weil wir müssen mal, jetzt sehen wir hier dieses kleine Autochen. Das ist dieser Shuttle, oder? Der alle 20, 30 Minuten fährt, die Promenade lang. Ja, genau. Es ist ein Elektrowagen, also auch umweltfreundlich.
Und ihr seht schon vorne, der fährt also von der Orca-Station, also vom Orca/Sprekers, das ist ja eins, wir sind ja praktisch vom Zimmer zur Tauchbasis, das sind ja wirklich nur ein paar Schritte. Und mit diesem Elektro-Shuttle kann man dann bis zur Marina fahren. Genau. Und dieser ist kostenfrei. Das ist jetzt neu. Das sind auch so Elektro-Teilchen. Das ist also alles Elektro. Kann man auch fahren. Ich glaube, die kann man auch sogar mieten. Die kann man mieten, ja. Das sind, Euro. Was kosten die am Tag? Nee, um die 25 Euro. Also sind die großen. 25 Euro am Tag. Gibt aber noch die kleinen Mopeds, die kommen dann im nächsten Bild, oder auch die Elektrofahrräder. Die kann man sich also auch stunden- oder tagesweise mieten. Ah ja, super. Also wenn man jetzt nicht laufen will, dann fährt, kann man die Promenade einfach ein bisschen abradeln. Genau. Und das Foto zeigt uns jetzt den legendären Sunset-Trip, die Sunset-Tour. Seit wann machen wir die? Seit 6 Jahren, oder? Ja, fünf, sechs Jahre. Also das muss man sagen, das ist ein echtes Erfolgs... legendär. Eine Erfolgsstory. Wir haben angefangen, ja, also ich war so vor 6 Jahren mit einer Sunset-Tour. Ich weiß noch, da war ein Gast, der sagt, Mensch, wie sieht das aus, können wir mal rausfahren? Es waren eigentlich nur ein Pärchen, da waren es zwei Pärchen drauf. Das heißt also, wir fahren eigentlich jeden Samstag oder wenn auch extra Request ist, auch nochmal unter der Woche, ja, fahren wir raus. Das heißt also, mit einem ganz tollen Boot, mit der Lady Christina. Ja, das Tauchboot wird dann zum Partyboot. Ja. Mit der Lady Christina, ja. Ja, genau. Ja. Und das heißt, der DJ ist an Bord, es sind Jungs von Orca sind mit dabei, es ist die Barjungs sind mit dabei. Im Moment ist es natürlich so, dass es limitiert ist. Wir haben also jetzt da auch Auflagen, aber es ist draußen. Wir dürfen nicht mehr so viele Gäste mitnehmen, aber funktioniert nach wie vor super, super gut. Das heißt also, mit toller Musik dann in den Sonnenuntergang rein. Das heißt, wir fahren Richtung Kitehouse hoch. Mhm. Es ist wirklich toll und vielleicht da noch ein kleiner Hinweis. Also es gibt ja so mehrere Ansätze, warum man das Rote Meer Rotes Meer nennt. Ja, vielleicht wusstest du es noch gar nicht, Wolfgang. Ich sag es jetzt mal. Ich weiß es, aber es gibt zwei. Es gibt verschiedene Erklärungen. Ja, genau. Du kommst bestimmt mit dieser Algenblüte, aber was genau. Ich viel romantischer finde, ist... Romantischer, ist das, wenn ihr den Sonnenuntergang im Roten Meergebirge, wenn die Sonne im Roten Meergebirge untergeht und umso weiter man in die Wüste reinfährt, umso rötlicher wird der Stein. Ja. Und die letzten Sonnenstrahlen, die werden dann reflektiert von den Felsen, von den rötlichen Felsen, treffen dann auf die Wolken und spiegeln sich dann wieder auf der Wasseroberfläche wieder. Das, schön gesagt, ne? Das siehst du aber nach 2 Gin Tonic, oder? Nein. Und dann hat man, und das musst du jetzt auch mal, müssen wir jetzt ehrlich mal sagen, dann haben wir hier Sonnenuntergänge. Ich habe schon an vielen Plätzen, Plätzen gearbeitet und gelebt. Aber da hast du das Gefühl, das Meer brennt. Und da sagt man auch, kommt der Name Rotes Meer her. Ja, das heißt ja auch das Rote Meergebirge. Und also ich finde das ein ganz, ganz schöner, eine ganz schöne Erklärung. Ja, also du kommst mit deiner Algenblüte daher. Ja, ist auch schön, aber das ist doch viel romantischer. Stimmt, ja, natürlich ist romantisch. Also deine Story ist romantischer auf jeden Fall. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt braucht man einen kühlen Kopf und jetzt gehen wir ein bisschen, ja, unter Wasser. Hier sehen wir schon, also der Dive Club, Orca Dive Club, ist integriert im Breakers und ja, wie gesagt, 2 Minuten vom Zimmer entfernt. Und jetzt, Wolfgang, jetzt bist du dran, jetzt erzähl uns mal, was können wir denn Schönes bei euch entdecken? Ja genau, ich meine, jeder, der von der Sunset-Tour zurückkommt und nicht mehr weiß, wo die Tauchbasis oder das Breakers ist, deswegen haben wir das Hinweisschild, ne? Orca Dive Club. Stefan hat schon gesagt, oder auch du, Doreen, wir sind direkt integriert im Breakers. Hier seht ihr die Tauchbasis, es ist sehr geräumig, wir haben einen sehr großen Equipmentraum für das Leih-Equipment. Wir haben ein Büro, wir haben eine Rezeption mit einem großen Shop, wir haben 2 Schulungsräume. Wir haben auch 2 abgeschlossene Trockenräume, also zum Trocknen vom Equipment oder einen Freiluftraum. Hier sieht man das mit dem blauen Geländer. Und was natürlich sehr schön ist, ist der Vorraum der Vorplatz der Tauchbasis. Die Bänke laden ein zum Deko-Bierchen oder hier, hat der Stefan vorhin auch schon angesprochen, die neue Bar, die neue Chill-Out-Area, wo dann abends dann auch Live-Musik ist und dann die Kiter und die Taucher dann zusammensitzen und einfach den Abend und den Tag ausklingen lassen und manchmal auch das Abendessen vergessen. Ne? Also ich glaube, man muss vielleicht auch sagen, weil der Wolfgang ist immer so bescheiden,
Es ist wirklich so, das Flexstore auch von Orca ist die größte Station von Orca. Ist die größte Station, ja. Und auch das, was wir jetzt auch vorne mit dem Strand haben wir zusammengesessen und gesagt, Mensch, was können wir noch machen? Wie können wir die Station noch besser machen? Wie können wir auch neben dem Tauchen einfach für die Taucher das noch ein bisschen interessanter und attraktiver machen? Richtig. Und dann haben wir einfach auch, dass wir Live-Musik, dass wir den DJ da auflegen lassen und. Es ist wirklich ein ganz tolles Komplett. Also ich meine, es gibt viele, die Ägypten schon häufiger bereist haben, aber das, was man in der Sommerbeere, sprich speziell in Bregas vorfindet, findet man normalerweise in Ägypten nirgends. Also auch mit der Sandseetour, und da nochmal zurückzukommen, es gibt sonst niemanden im ganzen Roten Meer, der so eine Sandseetour durchführen kann. Wir machen das. Stimmt. Und es macht einfach nur Spaß. Spaß macht natürlich auch das Tauchen. Ihr seht hier den Steg, 420 Meter lang, aber keine Angst, es muss also keiner laufen oder das Equipment nach vorne schleppen. Wir haben auch so Elektroautos, mit denen wir das Equipment vorfahren und auch die Taucher nach vorfahren. Der Steg selber geht bis vor an die Riffkante. Können wir nochmal zurückgehen? Jetzt falsche Folie. Wir sind noch wieder bei der Anreise. Wir wollen ja noch gar nicht zurück. Ja, jetzt. Genau, da haben wir wieder einen Steg. Also ihr seht, der Steg geht bis vor an die Riffkante. Da beginnt dann auch unser Hausriff. Vielleicht nochmal bitte zurückgehen. Weil dann sieht man nämlich auch hier den Abzweig in die Lagune. Das ist auch für die Schwimmer, für die Schnorchler. Aber wir benutzen es auch als Ausbildungspool, wenn zu viel Welle, zu viel Wind ist. Wo sie aus? Entschuldigung, war nur der Hund. Der Hund. Also wir haben ja alle Möglichkeiten, was zu machen. Das Hausriff selber, das sieht man jetzt auf der nächsten Folie. Da haben wir so eine Skizze. Wolfgang, warte mal ganz kurz, weil dann können wir gleich von Manuel die Frage schon beantworten. Ja. Kann man vom Strand aus irgendwo direkt ins Meer zum Baden schnorcheln? Wenn nicht, wohin wäre der kürzeste und einfachste Weg? Der kürzeste und einfache Weg ist dann in die Lagune, also über den Steg vor an diesen Abzweig und dann von da aus dann entsprechend in die Lagune. Da kann man schwimmen und schnorcheln. Super, danke. Das Hausriff selber, das, wenn man vom Steg reinspringt, so 3 Meter ungefähr die Wassertiefe, dann geht es runter so bis 12, 14 Meter und dann ist so ein kleines Sandplateau und das fällt dann weiter ab, so bis maximal 40 Meter. Also ist für alle Ausbildungsstufen was dabei. Das Riff selber, es ist sehr, sehr schön. Der Stefan hat es am Eingehen schon gesagt. Es ist mit eines der schönsten Hausriffe, die ich auch persönlich kenne. Und das Hausriff lädt ein von morgens um 6, also für die Frühaufsteher, die gerne zum Early Morning wollen, kein Thema. Ab 6 kann man das Hausriff benutzen oder betauchen. Und wer vor dem Abendessen sich nochmal Appetit holen möchte, für den auch natürlich Nachttauchen bieten wir an. Wird man morgens um 6 auch schon vorgefahren oder muss man da laufen? Nee, da wird man auch vorgefahren. Okay. Klar. Also immer. Also sobald jemand tauchen möchte, natürlich muss man sich dann am Tag vorher dann eintragen in unsere Hausriffliste, dass wir Bescheid wissen, dass jemand am nächsten Morgen um 6 tauchen möchte. Und dementsprechend ist natürlich auch das Personal, unser Team da, um die Gäste zu betreuen. Kannst du gleich sagen, ab wann man selbstständig am Hausriff tauchen kann? Also wie viele Tauchgänge muss man gelockt haben? Ab 30 Tauchgängen. Das ist so die allgemeine Regel auch hier in Ägypten, dass man ab 30 dann im Buddy-Team selbstständig tauchen kann. So, auf dem nächsten Foto seht ihr dann unser Transportmittel, unser Elektroauto, wo die Gäste dann und das Equipment vor und wieder zurückgefahren werden. Also braucht wirklich keiner irgendwas schleppen. Wir bieten aber nicht nur Hausrifftauchen an, sondern bei uns kann man also auch mit dem Boot rausfahren. Da gibt es auch 3 Möglichkeiten. Einmal mit dem Speedboot. Entweder wir haben 2 Speedboote, also 2 Zodiacs, ein kleines, das ist für die Driftdives am Hausriff. Und ein großes, da machen wir dann auch Early Morning Ausfahrten bis zum Panoramariff, also für die Außenriffe auch vor Sabaga. Und da hat man natürlich die Chancen, da man dann ganz alleine am Riff ist in der Regel, auch etwas größere Unterwasserbegegnungen zu haben. Dann haben wir noch die Ganztagestouren, hier zum Beispiel mit der Lady Christina. Oder auch Halbtagestouren. Die gehen von der Marina los und wir fahren mit so einem kleinen Shuttle-Auto vom Breakers vor zur Marina, 5 Minuten. Und dann geht man aufs Boot und raus geht's zu den Riffen komplett rund um Safaga. Ja, das waren auch letztens viele waren auch im Hafen drin, ne? Ja, wir hatten während der Pandemie hat sich ein Delfin in den Hafen verirrt.
so quasi, als ob er sagen wollte, Jungs, jetzt kommt mal endlich wieder raus zum Tauchen. Draußen ist alles schön und ruhig und der Schwamm klappt 10 Minuten in der Marina rum. Was sieht man an, also hier haben wir den Pool im Breakers. Das sind so die ersten Schritte, die man dann macht, um das Tauchen zu erlernen. Also wir bieten natürlich auch Tauchkurse an, von SSI Paddy, CMAS, vom Beginner, also Scuba Diver über den Open Water Diver bis hin zum Dive Master und natürlich auch sämtliche Spezialkurse, die es gibt. Wir bieten aber auch Retriever-Tauchen an. Wir haben die halbgeschlossenen Geräte von Mares, die Horizon, und die geschlossenen Kreislaufgeräte von AP, also die Evolution. Wir machen aber auch Freitauchen. Wir haben Freedive-Instruktoren und wir bieten also auch dieses Jahr zweimal noch im Oktober und Dezember Events an mit dem Nick Linder. Das ist ein mehrfacher Weltrekordhalter im Freediving. Und wir haben jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Events schon mit ihm abgehalten, unter anderem auf Mauritius, wo wir beide auch mit dabei waren. Unwahrscheinlich sympathischer Typ, ja. Macht ganz viel Spaß, also auch den Einstieg in das Freitauchen zu erleichtern. Locker, ja, leicht, ja, und also wirklich ganz, ganz toll. Und was wir noch anbieten, das ist auch das Real Aqua, das ist so ein Entspannungskonzept im Wasser, also quasi so ein schwimmendes Yoga. Hier habt ihr nochmal so eine kurze Übersicht über die Tauchplätze. Also alle Tauchplätze, die es so rund um Safaga gibt, die fahren wir an. Angefangen Panorama-Riff, Abu gefahren, Sharp Share, auch das Wrack der Salem Express. Dann aber auch so die Innenriffe wie Tobia Aber. Tobia Aber ist eigentlich ein Steinwurf entfernt vom Breakers, von der Summer Bay. Ja. Und wir fahren da auch mit dem kleinen Zodiac hin. Also wir sind auch sehr, sehr flexibel und versuchen wirklich alles möglich zu machen, damit jeder auf seine Kosten kommt. So Tagestouren, Wolfgang, wie lange ist man da unterwegs? In der Regel fahren wir morgens um 8:30 los und so 16:30 abends dann wieder retour. Also das heißt, es gibt dann auch Mittagessen an Bord. Und ich meine, das ist eigentlich so ein Tag auf See, wenn es gerade wenig Wind hat, ist natürlich für jeden einfach nur Entspannung pur. Das ist was, ja, Besonderes. Okay. Ja. Es gibt auch tolles Essen. Genau, tolles Essen wolltest du sagen, oder? Ja, es gibt auch tolles Essen an Bord und ja, wir kommen zum Essen. Es ist wirklich so, es ist einfach rundum, und wer mal so einen Tag auf dem Boot erlebt hat, also auch für Nichttaucher, auch für Schnorchler, wenn jetzt der Partner taucht und der andere nicht, dann kann man da gerne mitfahren, man kann ein bisschen schnorcheln, man kann auf dem Boot chillen, das sind große Boote, man hat Schattenplätze drauf, es macht echt Spaß. Richtig, ja. Genau, weil du gerade die Schnorchler angesprochen hast, Stefan, gibt es auch reine Schnorcheltouren, oder wenn jemand mit schnorcheln möchte, dann wird einfach geschaut, wo der hinpasst, wo man natürlich auch schnorcheln kann, darf natürlich da nicht zu tief sein, gell? Die Riffe im Roten Meer bieten sich eigentlich alle grundsätzlich zum Schnorcheln an, weil die alle bis zur Wasseroberfläche kommen. Das heißt, man kann halt mit dem Tauchboot auch jederzeit mit rausfahren zum Schnorcheln. Weil, wie gesagt, jeder Platz ist eigentlich ideal oder geeignet zum Schnorcheln. Genau. Hier schreibt die Brit, wolltest du gerade sagen, Birgit? Genau. Ja. Die Brit fragt nach Nitrox, kann ich auch gerne beantworten. Nitrox wird natürlich angeboten für zertifizierte Nitrox-Taucher. Und das free of charge, also ohne Aufpreis. Genau. Wie oft finden die Tagestouren statt? Ist auch noch eine Frage von der Brit. Normalerweise jeden Tag. Jetzt im Moment Covid-Bedingungen nicht immer. Es kommt immer darauf an. Wir müssen auch eine Mindestbelegung haben. Wir dürfen im Moment auch nur maximal 50% auf dem Boden belegen. Gilt auch für die Speedboote, für die Zodiacs. Also so wie auch die Hotels, die ja auch nur bis zu 50% Belegung auslasten dürfen. Ja. Aber ansonsten, wir bieten normalerweise also jeden Tag an. Wir haben in der Hochsaison haben wir also nicht nur ein Boot oder zwei Boote, sondern je nach Bedarf dann entsprechend 3 oder 4 Boote. Also es ist noch keiner stehen geblieben. Es darf dann jeder aufs Boot oder aufs Schiff oder Hausriff. Entschuldige, Wolfgang, das wäre jetzt die nächste Frage von der Christa. Mit wie vielen Tauchern die Boote belegt sind? Im Moment maximal 15, aber wir sind im Moment froh, wenn wir überhaupt 15 Taucher auf dem Boot haben. In Hochsaisonzeiten hängt natürlich auch von der Größe des Bootes ab. Die Lady Christina zum Beispiel, also da sind dann so in Hochsaison 25, 26 Taucher drauf.
Also man muss vielleicht auch sagen, dass es für uns natürlich im Moment schwierig ist, aber für die Taucher und für die Kiter ist es natürlich im Moment ein Traum, ja, so ein Boot mit 2-3 Leuten fast so eine Privattour zu haben oder auch im Kitehouse, wenn du da mit 5-6 Leuten draußen bist, ist natürlich sowas, ja. was du sonst so nicht bekommst. Also sagen wir mal, das ist die Kehrseite, aber für die Sportler und für die Taucher ist es natürlich im Moment ein Traum. Das ist ein Traum, richtig, ja. Der Axel hat schon vor einer ganzen Weile eine Frage gestellt, die gebe ich aber gerne an die Doreen weiter, weil die kann ich als Windsurfer und Kiter nicht beantworten. Das ist eine tauchspezifische Frage. Wo haben wir denn den Axel? Den sehe ich gar nicht. Axel ist weiter oben. Ist bei euch CCR-Tauchen mit dem AP Inspiration möglich? Ich lese jetzt einfach mal die Frage so vor, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ist möglich, das CCR, das ist ein Closed Circuit der Rebriefer. System und wir haben das Inspiration haben wir auch vor Ort. Kann man sich auch ausleihen bei uns. Super. So, Axel, jetzt haben wir die Frage endlich beantwortet. So, jetzt haben wir den Jürgen. Was der Check Dive, ob der extra kostet? Nein, der kostet nicht extra. Check Dive, also das ist zu Beginn des ersten Tauchganges vor Ort, wird kurz gecheckt, ob alles funktioniert, ob genügend Blei dabei ist, ob man halt entsprechend die Skills beherrscht. Und es wird also nicht zusätzlich berechnet, sondern das ist nur zu Beginn des ersten Tauchganges. Und wenn zum Beispiel erfahrene Taucher dann im Buddy-System weitertauchen wollen alleine, dann können die das natürlich auch tun. Die weniger als 30 Tauchgänge haben, die werden dann halt mit dem Guide entsprechend den Tauchgang fortsetzen. Super, wir haben noch ein paar Fragen. Birgit, magst du die noch machen vom Marco? Der Marco? Oder dann mache ich den schnell. Und zwar der Marco, der war schon mal 14 Mal bei euch. Ich weiß nicht, mein Marco ist jetzt so ein Allerweltsname eigentlich. Entschuldigung, Marco. Aber der schreibt, ich muss weg zum Buchen. Der will aber wissen, ob sich die Unterwasserwelt jetzt in den letzten Monaten verändert hat. Ob dadurch, dass halt niemand groß tauchen war. Also ich persönlich bin der Meinung, dass ja. Also ich war jetzt auch, Gott sei Dank durften wir dann ab August, ab Juli durften wir wieder tauchen. Also wir durften vorher auch wirklich 3-4 Monate überhaupt nicht ins Wasser. Und ich bin der Meinung, ja, also es ist wirklich mehr Schwarmfisch wieder da. Natürlich waren in der Zeit von Corona viele ägyptische Fischer auch an den Riffen unterwegs. Ganz einfach aus dem Grund, weil die leben ja auch von dem Fischfang. Und es hat sich natürlich da ein bisschen gehäuft, aber nicht so, dass man jetzt sagt, es ist leer gefischt oder sonst irgendwas. Also ich bin der Meinung, ja. Also wir hatten ja auch einen gemeinsamen Tauchgang gehabt. Der war super, also ganz viel gesehen. Ja, war echt geflasht. Und ich denke auch, das hat einfach ein bisschen Ruhe gegeben. Und ja, so eine Unterwasser-Fauna und Flora und so eine Fischwelt, ja, wenn da Ruhe ist, dann kommen einfach auch die Fische wieder zurück. Und das ist ja, wenn du oben mit dem Schlauchboot hochfährst, ja, mit dem Zodiac, und da sind einfach, das ist weniger berührt und da hast du einfach nochmal eine Fischvielfalt, ne? Also wir hatten dieses oder Ende letzten Jahres hatten wir auch wieder einen Walhai direkt hier am Hausriff. Wir hatten sogar einen Manta direkt am Hausriff. Ja. Weiter draußen dann auch Adlerrochen, Manta. Schildkröten, die ist ja viele. Schildkröten sehr viele. Delfine, auch da haben wir nachher ein schönes Video noch vorbereitet. Delfinbegegnungen auch sehr, sehr häufig, also große Tümmler. Und wer die mal gesehen hat, ich glaube, Doreen, du hattest auch schon mal Delfinbegegnungen. Ja. Extrem cool. Ich glaube, da kommt jeder Taucher kommt aus dem Wasser raus und das Grinsen, das ist für die nächsten 24 Stunden einfach nur eingefroren. Mhm. Das stimmt. Der Gunther möchte wissen, ob eure Zodiacs Einstiegsleitern haben. Die haben Einstiegsleitern, ja. Gut. Dann haben wir einen Matthias. Wie alt ist, ich weiß es zwar, aber ich stelle die trotzdem an dich, Wolfgang. Wie alt muss man für den OBD sein? Der Nico, wahrscheinlich sein Sohn, ist 10 Jahre und hat bereits den Scuba. Dann darf der weitermachen mit dem OBD. Also ab 10 Jahren kann man ja mit dem Tauchschein beginnen. Also unterhalb von 10 Jahren, ab 8 kann man den Bubblemaker machen. Aber ab 10 geht dann der Junior Open Water oder Junior Scuba Diver. Also da möchte ich noch schöne Grüße loswerden, weil ich mit dem Matthias und mit dem Nico, da hat er praktisch seinen ersten Tauchgang am offenen Meer gemacht. Okay. Und da war ich mit dabei. Und es war ein ganz tolles Erlebnis und da denke ich noch ganz oft dran zurück. Es war wirklich ganz, ganz toll. Also ganz liebe Grüße an den Nico und an den Boschi.
Ja, ich muss auch mal sagen, hier sind so viele Leute, die bei euch schon waren, die Grüße bestellen, aber wir kommen gar nicht hinterher mit Grüße bestellen. Hier ist auch Michael und Marissa. Jetzt muss ich schnell mal lesen, was die wissen wollen. Mit welcher Airline momentan? Edelweiß ab Zürich ist klar, aber Deutschland, also die Condor einmal ab Frankfurt im Moment wöchentlich, München im Moment noch nicht, Birgit, korrekt? Das stimmt, Ja, ja. heute, oder? 25. Starten die heute ab München? Ist offiziell geplant, aber ich glaube nicht, dass der Flug stattgefunden hat. Okay. Also da müssen wir abwarten, Michael und Marissa, weil sie sagen, sie haben im Mai gebucht. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, ist im Moment leider fast täglich so, dass wir immer schauen müssen, bleibt es so oder bleibt es nicht. Aber wir hoffen mal, gell, dass es funktioniert und ihr einen schönen Urlaub im Breakers verbringen könnt. Ja, Condor war ja auch geplant, nicht nur ab München ab 25., sondern auch Düsseldorf, Leipzig und ich glaube Hamburg noch. Ja, der Norden war auch dabei, das Ja, stimmt. stimmt. Ja. Genau. Der Christian möchte noch wissen, wenn er, ob das leicht ist, einen Buddy fürs Hausriff zu finden. Ja, jederzeit, kein Thema. Hier sitzen auch immer zwei, die auch immer gerne mal mittauchen. Genau. Ja, ich Also merke das ist schon, überhaupt kein Stefan, du Problem. bist so ein Multitalent. Du tauchst, du kitest, du surfst, du kannst kochen. Ja, Wahnsinn. So, Aber der das Tanzen. Tanzt auch noch. Nein, kann ich Nein, kann nicht. er nicht. Kannst du Nein. nicht. Kannst du nicht. Nein. Okay. So, also dann würde ich sagen, die Tauchfragen sind mal im Moment durch. Da kommen noch ein paar später, aber die machen wir dann später nochmal dazu, die wir jetzt noch hier drauf haben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal unter Wasser, oder? Was finden wir denn alles Tolles? Ja, was man sehen kann, also wir haben ja auch ein paar schöne Bilder, also so einen großen Zackenbarsch, den kann man schon häufiger auch hier im Haus betrachten oder auch draußen. Dann Schildkröten, hat der Stefan vorhin auch schon angesprochen, gibt es im Moment sehr viele. Napoleon eher selten, aber kann man auch ab und zu sehen. Dann haben wir den Maskenkugel-Kofferfisch als nächstes, genau. Krokodilsfisch. Und was natürlich dann auch hier komplett im Roten Meer sehr, sehr schön und ich glaube für viele sehr attraktiv ist, das sind die Korallen. Die Vielfalt der Korallen, die Farben der Korallen. Und was mich persönlich auch immer begeistert, da kann ich stundenlang davor sitzen, das sind hier diese Fahnenbarsche, die um die Korallenblöcke dann immer hoch und runter gehen. Ich finde es so faszinierend und es ist so beruhigend, wenn man sich da mal 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit nimmt, das einfach mal anschaut. Da fällt wirklich alles andere von dir ab. Das ist das Schöne. Deswegen bist du auch so oft unter Wasser. Deswegen bin ich auch so oft unter Wasser. Ich würde liebend gern viel mehr machen, aber es geht nicht immer. Dann zum Schluss, als nächstes dann das Delfinbild. Was geht's immer? Da sind wir wieder. Und ich meine, wenn man das Bild sieht, da kann man eigentlich nur Lust aufs Tauchen bekommen oder Lust auf Meer oder einfach Lust auf ja, solche tollen Erlebnisse. Und als nächstes haben wir einen kleinen Film, da geht 2 Minuten, da geht's, sehen wir Delfine. Und zwar im Riff von Kamul Gebir, das ist hier auch in Safaga, ein kleines Riff. Genau, schauen Genießt wir uns mal. mal in Ruhe an. Genau. Ganz besondere Erlebnisse, ganz Ja, besondere. also ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Ne? Wir haben keine Musik, vielleicht kriegen wir das noch hin. Sonst singen wir. Der Wolfgang spielt doch so gut Blockflöte. Also wir haben, der Stefan und ich, wir haben ja gestern ein tolles Lied gesungen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber das würde jetzt wahrscheinlich nicht da Das reinpassen. würde den Rahmen etwas sprengen, Aber das sind so Dinge, die man einfach auf seiner persönlichen Festplatte, ne, speichern kann. Also wenn man so Erlebnisse hat, dass man so nah an wirklich diese tollen ja, Tiere und an dieser Unterwasserwelt teilnehmen darf, muss man ja sagen, ne, ist es wirklich was ganz Besonderes und unwahrscheinlich. Ja, also Also in dem Moment vergisst du wirklich auch alles. Du vergisst, dass du unter Wasser bist, du vergisst, dass du aus dieser Flasche atmest, du vergisst wirklich alles. Ich weiß nicht, ich werde nie vergessen, ich hatte mal 4 Tauchschüler, die waren nicht unbedingt so die ja, die waren etwas eingeschränkt in ihrer Bewegung. Und beim vierten Tauchgang war das immer noch eine Katastrophe, die Tarierung. Und dann haben wir Delfine gesehen. Plötzlich standen die wie eine Eins im Wasser, die konnten tarieren ohne Probleme, die sind weder hoch noch runter, die haben einfach nur die Delfine angeschaut, danach war der Knoten geplatzt. Ja, wenn die Musik jetzt nicht läuft, kann ich auch mal meinen Beitrag dazu bringen. Also ich war ja im Oktober 19 das letzte Mal in Ägypten im Urlaub, auch in der Soma Bay.
Und ich kann es nur bestätigen, ich musste auch viele, viele Tauchgänge warten, bis ich endlich mal Delfine hatte. Und das war so tolles Erlebnis, echt. Die haben uns, die sind uns sozusagen 30 Minuten haben die unseren Tauchgang begleitet, immer schön mitgegangen. Und dann hat man sogar so einen Kleinen dabei und der war so goldig, weil der brutal neugierig war. Und dann ist der immer, Mama war oben so auf 5-6 Meter und der Kleine ist dann halt immer so runter zu uns, hat uns angeschaut und ist dann wieder nach oben. Also es war echt cool. Und also Delfine ist schon was echt Besonderes, muss ich wirklich sagen. Richtig toll. Ja, und das alles gibt es bei uns in der Somerbay, ne? Genau, also kann man nur empfehlen. Wie gesagt, ich war schon dreimal da. Ihr müsst da unbedingt hin. Ja, und dann würde ich sagen, kann man ja nicht nur tauchen, gell? Birgit, man kann ja noch schöne andere Sachen machen. Genau, man kann kiten und Windsurfen. Das ist hier das Kitehaus. Aber dazu sagt uns der Stefan noch ein bisschen mehr. Ja, also wir sehen jetzt hier das Kitehaus. Ich glaube, es gibt wenige Kiteschulen, die auch so ein komplettes Konzept haben. Also da ging es uns nicht nur darum, so eine Kiteschule, wo man Kiten lernen kann oder wo man Material leihen kann, sondern ging es uns wirklich, dass man sich den ganzen Tag gut auch im Kitehaus aufhalten kann. Wir haben ein Restaurant dabei. Wir haben, also wenn man das jetzt hier sieht, das hat ja schon karibischen Flair und das innerhalb von 4 Stunden. Wir haben ein Restaurant dabei, du hast Sonnenliegen, du hast Auflagen. Wir haben einen Shuttlebus, einen kostenfreien Shuttlebus vom Hotel direkt zur Kite-Basis, zum Seffenburger Kitehaus. Ihr seht ja auch schon hier, haben wir auch dann wieder große Betten, einfach um die Gäste auch zu connecten. Also wer hier alleine kommt, der geht nicht alleine. Es werden ganz viele Freundschaften geschlossen und wir machen dann auch, ihr seht es auch da, Hängematten, so diese Floating-Betten, die wir da haben. Und einmal die Woche machen wir unten auch so eine Sunset-Action mit dem DJ. Das ist wirklich toll. Da sind die Barjungs da. Da bauen wir unten da bei den Palmen, bauen wir dann die Bar auf. Da ist dann Musik unten. Normalerweise wäre jetzt von April bis Ende Oktober haben wir eine Vollmondparty. Machen wir gemeinsam mit dem Robinson unten im Kitehaus. Also ist schon was Spezielles. Und was man jetzt auch hier hinten dran sieht, da haben wir auch eine Massage. Man kann sich da massieren lassen. Haben wir Asiatinnen, also aus Thailand, die machen da Thai-Massage, wirklich toll. Also es ist ein komplettes Konzept, auch für jemand, der nicht kitet, kann sich da gut aufhalten da am Tag. Genau, wir haben auch da, das ist schon, muss man sagen, Luxus, da pumpst du einfach dein Kite im Schatten auf. Ja? Wir haben Kompressoren, 5 Kompressoren. Du kannst dein Kite im Schatten auch parken. Das ist ja gerade was ist teures Material, dass man einfach da sehr pfleglich mit umgeht. Wir haben im Kitehaus auch Beachvolleyball. Wir haben eine Kooperation mit der Beachvolleyball-Akademie. Das heißt also, da finden auch Beachvolleyball-Contests statt und Wochen. Das heißt also, es ist ein richtig, da sieht man es jetzt auch, ein richtiges schönes Flair, ein richtig schönes Beachflair, was wir da hinbekommen haben. Und es ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, einmalig. Also in der Größe mit dem Service, du hast so einen Gold-Service, da musst du nicht mehr dein Kite aufbauen, sondern du gibst einfach nur dem Beachhelper, sagst du, ich möchte jetzt mal einen 12er fahren, dann baut er den auf, legt die Leinen aus, bläst den auf. Also das ist schon Luxury-Kiten, du gehst dann nur noch aufs Wasser und kitest. Also schon wirklich besonderes Plätzchen. Und wir haben im Wasser auch keine Muscheln, das heißt, du kannst barfuß kiten, was ja auch ganz wichtig ist. Das heißt, Sandstrand vorne, ein eigener, fast 2 Kilometer langer Sandstrand, ne? Und da kann ich, darf ich dich kurz unterbrechen, Stefan? Und zwar, die Isabel hat uns die Frage gestellt, haben die Kiter einen eigenen Strand? Weil es gibt eben andere Plätze, wo die Kiter in die Schwimmer reinfahren. Und das kannst du dann auch gleich mit beantworten, weil die Kiter beim Kitehaus, die sind ja beim Kitehaus. Genau, wir haben also einen eigenen Strand. Das Schöne ist, wir sind ja da auf Somerbay, also in der Somerbay. Das heißt, das wird auch dann kontrolliert. Das heißt, wir haben einen eigenen, fast 2 Kilometer langen Sandstrand. Jetzt sieht man auch vorne hier das Wasser. Also da kannst du super gut reinlaufen. Das ist der Stehbereich vorne. Und auch die Start- und Landezone. Das ist immer auch ganz wichtig beim Kiten. Da haben wir eine riesen Start- und Landezone, wo man einfach auch sicher dann den Kite wieder landen und starten kann. Das ist ablandiger Wind.
Was viele sagen, oh je, wie komme ich denn wieder zurück, wenn ich noch keine Höhe halten kann. Wir haben insgesamt 7 Boote, davon 4 Rescue-Boote, 3 für die Lehrer und jetzt auch noch ganz neu, plus 7, also plus kommen noch 2 Boote dazu und Speedboot, das sehen wir gleich in der nächsten Einstellung dann. Und ein Boot für den Downwinder, da gehen 20 Leute drauf, ein riesengroßes Schlauchboot, wo wir auch dann täglich Downwinder anbieten. Das heißt also zu Tobia Island. Genau. Und da bieten wir das auch an. Das heißt also, kann man schön Downwinder machen. Und es passieren bei uns auch weniger Unfälle durch diesen ablandigen Wind. Das heißt, wenn was passiert, fällt man halt aufs Wasser, nicht an Land. Na, wenn man jetzt auflandigen oder schräg auflandigen Wind hat und wenn da irgendwas schief geht, dann hängt man halt gleich auf dem Strand und bei uns geht es halt dann raus auf Meer. Ah, das ist die Nina, die ist auch im Moment gerade hier im Haus. Da wird sie sich freuen, wenn sie das sieht. Ja, also auch zum Trainieren. Wir haben hier auch die ganzen Pros. Wir hatten schon 2-mal den Kite-Weltcup bei uns hier, den African Cup bei uns ausgetragen. Ich glaube, Paula Nowotna, auch unter den Top-5-Fahrern, ist jetzt nächste Woche wieder bei uns geplant. Hannah Whiteley ist auch hier. Also die ganzen Jungs kommen alle immer zum Trainieren, weil sie einfach Laborbedingungen vorfindest, also super, super Flachwasser und natürlich einen super, super starken Wind. Gerade jetzt haben wir dieses Jahr schon seit 2 Monaten fast durchgängig Wind gehabt. Also heute hatten wir 25 Knoten, gestern 30 Knoten. Also im Moment haben wir echt super, super, super guten Wind. Der Arno hat hier noch eine Frage gestellt, Stefan. Und zwar, es gibt ja ein neu gebautes Hotel nicht unweit vom Kitehaus und ob das jetzt letztendlich die Thermik stört, also ob man sich dadurch beeinträchtigt fühlt beim Kiten draußen, weil der Wind ja genau über diese Lagune kommt. Und er sagt auch noch, der Streusel ist echt sensationell. Ja, das freut mich, das freut mich. Und würde auch meine Oma freuen, wenn sie das hört, dass ihr Streuselkuchenrezept so gut ankommt. Also es ist so, dass das ist aber gehört nicht mehr zur Summerbee, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt also, das Grundstück daneben, die Summerbee, das sind ja 10 Millionen Quadratmeter und endet praktisch dann oben am Kitehaus, endet es. Und da, wo das neue Hotel anfängt, da ist das nicht mehr das Grundstück von Summerbee. Und vor dem Hotel, da ist der Wind böig. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber bis dahin, also unsere alte Route, die kann man fahren. Wenn der Wind auch etwas mehr seitlich, etwas nördlicher dreht, dann ist es natürlich schon vor dem Hotel selber böig. Aber im Prinzip, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, da war hinten ein Riff. Und alles hinter dem Riff, da ist es böig. Und vorne die normale Bahn, die kann man fahren. Und alles, was eh dann Richtung Riff auf der linken Seite geht, ist wie immer. Jetzt sehen wir auch nochmal Summerbee von oben und sehen, wo das Kitehaus ist. Man kann auch vom Breakers, kann man auch hinlaufen. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Besonderheit, dass man in der Summerbee, man läuft 45 Minuten nur an der Wasserkante entlang. Und das sind 8 Kilometer Coastline. Das ist in Ägypten, ist das wirklich eine absolute Rarität. Das ist eine Perle, ist das. Und von Orca bis zum Kitehaus läuft man wirklich an der Wasserkante, an der Sandwasserkante entlang. Da kann man auch überall ins Wasser reinspringen. Aber man kann natürlich auch die komfortable Version wählen, dann mit dem Bus. Der fährt alle halbe Stunde vom Breakers direkt zum Kitehaus hin. Ah, da sehen wir auch jetzt die Paula Nowotna, die wird nächste Woche wird die bei uns sein. Und die Anne, SOP, das heißt also auch bei keinem Wind hat man da Möglichkeiten, einfach auch nochmal schöne SOP-Touren zu machen und dann auch zu den Riffen hinzupaddeln und da auch zu schnorcheln. Also eine schöne Option, wenn kein Wind ist. Aber wir merken auch bei uns ganz oft, wenn also kein Wind ist, dann geht man entweder wegsurfen, was wir jetzt hier sehen. Wir haben hier ein eigenes Boot aus den Staaten. Das ist ein Super Aeronautic 210 zum Wegsurfen und Wegboarden. Das heißt also, man kann hinter dem Boot ohne Leine fahren. Das Boot wirft so eine Welle, die ist ungefähr schulterhoch und surft dann in dieser Welle. Und es ist wirklich eine Riesenfreude. Erinnert so ein bisschen an die Münchner kennen das Eisbach. Dasselbe Gefühl als so eine stehende Welle hinter dem Boot, das einfach zu erklären, das Boot erzeugt sozusagen die Welle, das ist einfach die Heckwelle von dem Boot und man hat da extra Ballasttanks in dem Boot drin, das ist ein tolles Boot mit einem tollen Soundsystem und hat dann da Platz bis zu, ich glaube, 11 Leute gehen drauf
und hat dann eine riesen super Session hinter dem Boot. Was man auch noch sagen muss, wir bauen gerade, sind wir dabei, einen Kebelpark zu bauen. Das Clubhaus ist schon fertig. Das ist, haben wir oben zwischen dem Kitehouse und dem Breakers ist nochmal ein See angelegt, ein Salzwassersee. Und da wird noch ein Kebelpark entstehen. Also das Clubhaus ist schon fertig und wir hoffen mal, dass wir jetzt dann auch so schnell als möglich den Kebelpark dann hier vom Zoll rausbekommen und den dann installieren können. Jetzt sind wir bei der Wassersportstation vom Robinson Club. Also es ist eine Windsurfstation, Windsurf- und Segelstation. Das heißt, die haben Katamarane von der Marke Top Cut, also K1 und K2 haben die da stehen. Und natürlich Material von Duton, ja. Das erzähle ich jetzt ein bisschen. Birgit, ihr Part. Ah ja, ja, genau. So. Da erzähle ich jetzt mal ein bisschen was dazu zum Windsurfen. Als Windsurferin muss ich auch dazu was erzählen. Als Kiter lasse ich gerne dem Stefan das Wort, aber als Windsurfer, da muss ich mich mal zu Wort melden. Das ist die Wassersportstation vom Club Robinson. Die liegt rechts vom Kempinski entfernt, 5 Minuten vom Robinson und ich glaube, Stefan, es sind 15 Minuten von dir entfernt, wenn man im Breakers richtig wohnt. Das ist richtig, gell? Ja. Hinkommt man, tut man mit dem Summer Bay Shuttle oder eben auch mit eins der Fahrräder, die wir vorher gesehen haben. Da sind wir ganz flexibel. Robinson, wenn man wohnt, ist das Windsurf-Material inklusive. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass man das dazu bucht für euch. Hier sieht man jetzt auf dem Bild die Station vom Wasser aus und den Katamaran. Mehrere Katamarane eigentlich. Hier, was der Stefan vorher schon angesprochen hat, das ist die Windrichtung, die man jetzt ganz gut sieht. Ich muss immer ein bisschen zur Seite schauen, damit ich auch die Folie erklären kann. Der Wind kommt vom Nordwesten hier über die Bucht hinein und bläst schräg ablandig. Das hat der Stefan vorher auch schon erklärt. Es gibt draußen außerhalb der Lagune, je nach Wind, der Wind ist so zwischen 4 bis 6 Beaufort, gibt es eine kleine Dünungswelle respektive eine Windwelle. Das stimmt, oder? Da hat man schon auch mit ab und zu mal Spaß dabei. Ja. Auch für die Kiter. Kurse werden angeboten beim Robinson. Die zahlt man individuell. Das sind Einsteigerkurse, Aufsteigerkurse. Kinder ab 13 Jahren kommen hier auch auf den Geschmack. Da hat man jetzt die Station ganz schön im Bild. Material ist von Fanatic. Da muss ich selber was dazu sagen. Und zwar, früher gab es immer so ein bisschen den Disput, weil das Material etwas älter gewesen ist. Das ist lang nicht mehr so. Das Material ist wirklich hervorragend. Es ist gutes, neues Fanatic-Material. Und es hat aktuell Duoton oder North Bricks. Hier sieht man sie. Genau. Wir haben noch... Das ist ein Bild der Kurse. Und ich würde gerne noch was anderes sagen. Dort finden immer wunderbare Events statt, unter anderem ein Windsurf-Event mit dem Bernd Flessner. Und den Windsurfern unter euch ist er auf jeden Fall ein Begriff. Können wir vielleicht mal kurz den Bernd sehen? Genau, da ist er. Bekanntes Gesicht unter den Windsurfern. Er hält dort einen Windsurf-Event ab vom 2.9. bis zum 9.9. mit 10 Teilnehmern Minimum und 20 Teilnehmern Maximum. Es kommen alle auf ihre Kosten, auf jeden Fall. Der Bernd sagt, es ist manchmal gescheiter, sein eigenes Material mitzubringen. Ansonsten greift man eben auf den Pool von der Station vom Robinson zurück. Respektive zahlt man den Event und dann das Material separat. Was kann man lernen im Kurs? Hier sieht man es. Trockenübungen sozusagen. Hier wird viel erklärt, was man dann draußen auf dem Wasser ausprobiert. Man hat alle individuellen Manöver, die man dort lernen kann. Es gibt viele Trainingseinheiten. Zwischen 3 und 4 Stunden ist man am Wasser pro Tag. Und was auch ganz, ganz toll ist, er bietet zwischenzeitlich auch das Foilen an. Also wenn jemand von euch Interesse am Foilen hat, das kann er dort auch ausprobieren. Und legendär auch dann die Sunset-Tour. Was kostet der Event? Der Event kostet 350 € extra. Also für alle, die im Breakers wohnen möchten, zahlen einfach diese 350 € plus den Pool vom Windsurfen am Robinson. Und ja, ab geht die Post.
das ist jetzt noch mal ganz gutes Bild, finde ich persönlich. Da sieht man auch die Bedingungen, dass es schon recht flaches Wasser hat in der Regel. Wie ist es die beste Windzeit? Meiner Meinung nach und statistisch gesehen sind die Sommermonate die besten Monate in der Soma Bay. Hat sich aber jetzt, finde ich, die letzten Monate auf keinen Fall so bestätigt. Da seid ihr mir sicherlich mit überein, weil die letzten Wochen, Monate gab es wirklich extrem viel konstanten Wind auch. Eben mindestens ein Vierer auf jeden Fall, den man hat, um gut aufs Wasser gehen zu können. Wie sieht es aus mit der Kleidung? Die Kleidung, würde ich sagen, bis März, April auf jeden Fall ein langer Anzug, weil es kann schon noch recht frisch sein. Auf jeden Fall aber den Shorty dann ab April. Und im Sommer braucht man nur eine Boardshirt und ein Lycra und ab geht die Post. Ja, und das hoffe ich dann, dass die bald abgeht, auch für uns Deutsche, dass wir endlich auch mal wieder aufs Wasser kommen und dass nicht nur die Schweizer sozusagen einreisen dürfen, sondern dass wir endlich auch wieder die Möglichkeit haben und dass wir uns bald am Wasser sehen werden. Ja, vielen Dank, Birgit. So, jetzt, haben wir so viele Fragen noch und jetzt machen wir aber, würde ich sagen, halten wir uns kurz mit den Ausflügen und der Kultur und gehen dann nochmal zurück zu den Fragen. Ja, man kann ein paar Ausflüge machen. Kultur ist natürlich für Ägypten, wird ganz groß geschrieben. Was könnte man da denn im Moment sozusagen, oder was wird denn angeboten im Moment? Oder geht es überhaupt oder in welcher Form? Ausflug nach Luxor zum Beispiel, hier sehen wir auch ein Bild, das ist dann der Nil mit den Booten, mit den Nilkreuzfahrtschiffen von Soma Bay bis nach Luxor, 4,5 Stunden ungefähr, ja. mit dem Minibus. Wird im Moment auch angeboten. Luxor ist im Moment halt wirklich, im Moment kann man es eigentlich genießen. Es sind leider fast kaum Touristen da. Aber wer die Möglichkeit hat und die Zeit investieren möchte, ein Ausflug nach Luxor lohnt sich immer. Wenn man mal die Bilder, wir haben noch zwei Bilder unten von den Gräbern, ist ja Tal, eins weiter, Tal der Könige. Da hat man die Pharaonengräber. Und es ist also schon fantastisch, welche Fähigkeiten diese altägyptische Kultur eigentlich hatte, um solche Dinge herzustellen oder solche Dinge zu bauen. Also wirklich fantastisch. Ne? Also Kultur zum Anfassen und über Jahrtausende. Also wer jetzt so mal ein Haus hat und man muss dann irgendwie nach 15, 20 Jahren muss man das streichen. Da sieht man Farben, die über Jahrtausende da bestehen. Es ist wirklich unwahrscheinlich und im Moment muss man sagen, der Wolfgang hat es gerade gesagt, ja, man hat so diese ganzen Gräber für sich allein. Ist wirklich was Besonderes, was natürlich, wie gesagt, bei den Tauchern, bei den Kitern, weil wenig los ist, aber auch genauso bei der Kultur. Richtig, kann man im Moment sehr private Touren machen. Und ich meine, das ist ein Tagesausflug, es geht früh morgens los, man kommt dann abends dann wieder spät zurück. Ein weiterer Tagesausflug, den man machen kann, natürlich ein bisschen aufwendiger, wäre ein Flug nach Kairo, um die Pyramiden von Gizeh anzuschauen. Oder dann auch die Sphinx, ne? Also es ist alles Sachen, wenn man das noch nie vorher mal live erlebt hat, ist es einfach nur ein Erlebnis, so eine Kultur dann wirklich hautnah zu erleben. Und ab Mai macht, glaube ich, das Ägyptische Museum auch auf. Ja. Die haben also das Ägyptische Museum ist neu gebaut und mit Spannung zu erwarten, wie sich das dann präsentiert. Also ich glaube, es wird wirklich auch ein richtiges Erlebnis werden. Ja, das gehört zu den 7 Weltwundern. Und die Pyramiden, und es ist schon beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man diese ganzen Monumente sieht und in dieser Größe, in dieser, ja, so massiv, das ist schon, ja, ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Und gerade wenn man jetzt länger da ist, also wir haben das jetzt gesehen, die Gäste, die jetzt normalerweise so eine Woche, 2 Wochen, die bleiben 3, 4 Wochen und dann hat man natürlich auch mehr Zeit und auch da mal solche Dinge dann zu tun. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann kommt die nächste Folie, weitere Fragen. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir von oben an. Werde ich gleich mal die erste nochmal rauspicken, weil normal, da haben wir gesagt, dauert es eine Stunde. Aber ich habe, glaube ich, vergessen überhaupt zu sagen, dass es eine Stunde dauert, umso besser. Genau. Keine direkte Frage, aber liebe Grüße an dich, Wolfgang, von Martin und Ilona. Die hättest du auf Mauritius kennengelernt und sie freuen sich auf den Oktober und hoffen, dass es klappt diesmal. Ganz, ganz liebe Grüße zurück.
Die Christa, nochmal eine Hotelfrage für dich, Stefan. Die Christa möchte wissen, werden zurzeit alle Zimmer belegt oder wie viele Zimmer werden belegt und wird zwischendurch bei den Gästen ein Schnelltest durchgeführt? Also es werden im Moment 50% der maximalen Zimmerkapazität belegt. Und ein Schnelltest kann natürlich durchgeführt werden auf Anfrage. Also das heißt also, wir sind jetzt nicht, dass regelmäßig jetzt Schnelltests gemacht werden. Das heißt, die Gäste, die jetzt aus Europa anreisen, sind ja getestet. Das heißt also, die reisen an und sind getestet. Und vor Abreise müssen sie ja nochmal testen. Wer jetzt zwischendrin einen Test machen möchte, kann das natürlich gern machen. Können wir hier über das Medical Center machen. Wir haben in Sumabe nochmal ein Medical Center. Kann also gemacht werden, ist kein Problem. Ja. Super, vielen Dank. Dann der Marco, der stellt hier Fragen. Der wollte jetzt nur noch mal erwähnen, dass er, ich lese vor, ich, Marco, ist derjenige, der seinerzeit beim Stefan den Pudding für das Buffet angeregt hat. Und Stefan hat dies auch gleich umgehend umgesetzt. Genau. Die Tina will wissen, hallo ihr Lieben, wir kommen im April. Wisst ihr schon, ob das Visum weiterhin kostenfrei ist? Das hat ja die Birgit vorhin erwähnt, gell? Bis Ende April. Bis Ende April ist es kostenfrei. Mhm. Und falls ihr irgendwas aus der hessischen Heimat haben möchtet, sollt ihr bitte Bescheid geben. Ja! Ebbelboy. Bamble with Care. Kann man sehr schön in Dosen mitbringen. Da freuen wir uns sehr drauf. Okay, also Tina, hast gehört, gell, was du einpacken musst. Genau. Die Brigitta will wissen, wann ist das Wasser am klarsten? Am klarsten. Also ich meine, das Rote Meer, die Sichtverhältnisse gerade hier in Zafaga eigentlich immer relativ gut. Relativ gut, sage ich jetzt mal so 20, 30 Meter. Wir haben nur schlechte Sicht, wenn Südwind ist. Dann haben wir schlechte Sicht, dann trübt sich das Wasser ein. Aber ansonsten sind die Sichtverhältnisse eigentlich immer sehr gut. 98% des Jahres haben wir Nordwind, das heißt also dementsprechend dann 98% auch gute Sicht. Ja, genau. Ja, genau. Gibt es bei Südwind bestimmte Monate dann oder kann es relativ schnell wechseln? Das kann relativ, also da kann ich vielleicht was sagen. Wir hatten jetzt gerade vor drei Tagen hatten wir Südwind. Das kommt ab und zu mal vor. Das ist eine Großwetterlage, aber das hat jetzt nicht was mit der lokalen Thermik zu tun, die wir dann im Sommer haben. Dadurch haben wir ja auch die beständigen Winde. Das kommt vor, aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Man muss dann auch dazu sagen, dass der Wind, wenn er aus dem Süden kommt, eher immer schwächer ist. Das ist eigentlich auch so. Ja. Seid ihr da mit mir einer Meinung? 100%. Richtig, ja. Ja, super. Okay, die Tina möchte wissen, Moment, hat man mit beim Early Morning mit dem Speedboot Chancen beim Panoramariff auf Hammerhaie? Na, Hammerhaie eher relativ selten geworden hier im Roten Meer. Leider Gottes, also nicht mehr so, wie man es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gesehen hat. Also Hammerhaie eher nein, würde ich sagen. Okay. Der Andi meint, das Personal am Kitehaus ist gigantisch, also ein dickes Lob an euch. Genau. Dann haben wir keinen Namen dazu, aber derjenige möchte wissen, wie sieht es mit der Abendunterhaltung im Hotel aus? Also es gibt gewisse Dinge, die wir im Moment nicht machen dürfen. Das heißt also jetzt so Groß-Events, deswegen haben wir auch keine Vollmondparty. Aber wir haben abends an der Bar, wir haben einen DJ, es wird Musik gemacht. Und es ist eigentlich, wir sind ja jetzt kein klassischer Club, dass wir jetzt eine Show haben oder so. Das hatten wir aber auch noch nie. Das heißt also, wir haben... Das Breakers fühlt sich abends so an wie ein Jugendclub für Erwachsene. So kann man sagen. Da wird Musik gespielt, dann sind ein paar, die am Tanzen, ein paar kickern, ein paar spielen Billard, ein paar chillen so ein bisschen. Ja. Also es hat wirklich so ein Gefühl wie so ein Jugendclub für Erwachsene, so kann man sich vorstellen. Okay. Dann der Manuel will noch wissen, gibt es am Hausriff Tage, dass es also aufgrund vom Wind nicht möglich ist, am Hausriff zu tauchen? Das kann zu den 2% passieren, wenn wir Südwind haben. Ansonsten gibt es da eigentlich keine Einschränkungen. Also wie gesagt, das kann im Jahr vielleicht an 5 Tagen, 5, 6 Tage
wo man nicht ans Hausriff darf, ansonsten durchgehen. Genau, und der Arno, der schreibt noch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, tausche Appleboy gegen Ribbelkuche. Ah, sehr schön. Das freut mich. Ach, Grüße in die Heimat, unbedingt. Ja, genau. Ja, und jetzt sind wir durch, glaube ich. Also ich habe jetzt keine Fragen mehr offen. Ines, falls du noch zuschaust, deine Fragen zu Österreich und Abflug Wien mache ich dir, kriegst du morgen auf jeden Fall von mir. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Und dann, ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank. Hier haben wir noch als letztes Bild einen super Sonnenuntergang in der Soma Bay, Oktober 2019. So schaut's aus, oder? Oder so kann er ausschauen. So schaut's eigentlich fast immer aus. Ja, ja, also, so schaut's aus. Also von uns auch nochmal, hat riesig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an all die Teilnehmer. Es waren 75, 80 Teilnehmer, was wir heute hatten. Knapp 90, ja. Knapp 90. Also herzlichen Dank. Und es sind im Moment auch ganz tolle Angebote. Wir brauchen euch hier. Wir brauchen eure Unterstützung. Ja, die ganz liebe Grüße vom gesamten Team, von der Orca-Station, vom Kitehouse und natürlich vom Breker soll ich nochmal ausrichten. Und wir hoffen, euch bald hier begrüßen zu dürfen und auch ja ein bisschen was von unserem Spirit Welcome Home zurückgeben zu können. Ja, und wir hoffen, dass wir euch dann demnächst irgendwann bald wieder ohne Probleme hier begrüßen dürfen. Und ich drücke wirklich allen und uns allen die Daumen, dass wir irgendwann diese Krise, die wir gerade haben, doch irgendwann glücklich beenden können. Wir kriegen das hin. Ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Das ist das Wichtigste. Und bis bald. Ja, also vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht mit euch. Es war wirklich extrem lustig. Ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich finde es nämlich eines der schönsten Örtchen in Ägypten. Ich finde die Soma Bay einfach klasse. Das Tauchen ist toll. Hausriff ist super. Essen nicht vergessen. Macht ihr eigentlich Kochkurse? Ja. Perfekt. Machen wir. Dürfen wir im Moment nicht, aber sobald wir es wieder dürfen, geht es auch wieder mit den Kochkursen los. Genau, super. Und dann kriegt jeder immer eine schöne Schürze. Good food, good mood. Genau. Ja. Ja, also vielen, vielen Dank euch zwei. Macht euch noch einen schönen Abend. Hat echt viel Spaß gemacht. Und ja, für uns geht es dem Ende zu. Hier habt ihr nochmal unsere Kontaktdaten. Falls ihr vielleicht später dazugeschalten habt oder noch Fragen habt, die wir heute jetzt nicht beantwortet haben, wobei eigentlich haben wir alle beantwortet, aber vielleicht kommt noch die eine oder andere Frage heute Abend, die ihr noch wissen müsst, dann einfach zum Telefonhörer greifen oder uns einfach eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf jeden Kontakt mit euch. Und hier habt ihr nochmal unsere drei Marken, Sun & Fun Sportreisen, Sub-Aquataucherreisen und Nautilus. Und hier seht ihr unseren neuen Katalog. Hier sind auch alle drei Marken enthalten mit ihren Spezialgebieten. Wirklich toller Katalog. Ist jetzt auch per Post rausgegangen. Vielleicht haben viele von euch den schon auf dem Tisch liegen. Einfach drin rumblättern, sind wirklich tolle, tolle Ziele dabei. Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, wir konnten euch viele, viele Informationen geben. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns in der Soma Bay wiedersehen. Und dann gebe ich nochmal an meine Kollegin, die Birgit, ab. Wo können sich denn die Kiter und Surfer hinwenden? Die Kiter und Surfer wenden sich bitte auf die ganz normale Homepage von Sun & Fun. Dort haben sie dann auch gleich den Überblick über die Berater entsprechend. Ich weiß nicht, ich bin schwarz, keine Ahnung, ob man jetzt mich sieht oder nicht sieht. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber was ich noch ganz toll fand, es kamen jetzt noch ganz viele Dankessagungen an alle rein und der Marco, der scheint wirklich einen Nahen an euch beiden gefressen zu haben, der schreibt bis bald Stefan und Wolfgang und ansonsten, ja, kamen noch mal viele Dankeschöns und wir sagen auch Dankeschön fürs Zuschauen und für eure Zeit, die ihr uns gegeben habt. Und ja, die beiden Jungs haben es schon gesagt, hoffen wir, dass die Pandemie bald durch viele Impfungen ein Ende sicherlich nicht, aber dass es Lösungen geben wird und dass wir endlich wieder vereint zusammen reisen können und uns auf dem Wasser treffen. Ja, vielen Dank, Birgit, auch für deine Unterstützung heute. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Bleibt gesund.
Die Herren haben mir vorhin gesagt, heute spielt noch die Nationalmannschaft. Genau, viel Spaß beim Fußballschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Am 15.04. geht es mit uns nach Madeira. Und ja, dann macht's gut. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.